Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Kakerlakenparty zusammengestellt. Ihr hört hier heute also nichts Neues, sondern alle Anrufer aus der vergangenen Woche als Hörspiel hintereinander weg, ohne mein Zwischengequatsche und Dazwischengerede. Viele der Zuschauer haben sich auf diesem Kanal solche Videos gewünscht, wo eben auch mal ohne Gelaber ja, die Abzocker zu hören sind. Das so, dass man eben die Videos zum Nebenbeibedudeln, Zocken, Joggen oder zum Einschlafen nutzen kann. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, am besten mit Glocke. Denn dann erhaltet ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es etwas Neues gibt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst das Däumchen nach oben nicht. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, schönen guten Tag, die Anna Hillis-Nanauer. Spreche ich jetzt mit Herrn Klavetermann? Ist am Apparat. Das freut mich sehr. Es geht um Ihre Anmeldung bei uns vom 4. Oktober. Ja, Sie haben sich für den Handel auf dem Finanzamt interessiert. Ja. Ja, gut, ich bin Account zuständig. Ich kann Ihnen gerne erklären, ja, wie das alles funktioniert bei uns. Warum tutet es in der Leitung? Bitte? Warum es in der Leitung tutet? Weiß nicht. Ja. Ich höre aber Tuten in der Leitung. Warum tutet es in der Leitung? Ich weiß es nicht. Ja, dann frag mal einen Techniker. Okay. Werde mich unbedingt melden? Nee, ich warte so lange. Okay, ich höre Sie unbedingt. Und gut. Ja, ich höre Sie auch gut, aber es tutet in der Leitung, es stört. Fragen Sie mal einen Techniker, ich warte so lange. Okay, ich kann noch einmal anrufen. Ja, nee, ich warte so lange. Jetzt tutet nichts mehr. Ist das besser? Ja, Hallo? Ich glaube schon. Okay, wunderbar. Ja, Sie haben Interesse für den Handel gezeigt. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ja. Haben Sie, wunderbar. Und womit haben Sie gehandelt? Ich habe mit Socken gehandelt und gebrauchten Schlüpfern. Bitte? Ich habe mit Socken und gebrauchten Schlüpfern gehandelt. Ich meine, Herr Glavetermann, es geht um Handel auf dem Finanzmarkt. Ja, ist doch Finanzmarkt, oder nicht? Da habe ich einen Online-Handel. Möchten Sie was kaufen? Ich habe hier von der Rosi noch einen Schlüpfer. Da ist vorne gelb und hinten braun. Auf dem Finanzmarkt, ja, funktioniert alles so, ja. Kaufen und verkaufen, ja, ich stimme zu. Aber bei Online-Handel können Sie mit Kryptowährungen, ja, handeln oder mit Aktien. Ach, Kryptowährungen, ja, dann sagen Sie das doch gleich. Ja, da hatte ich auch mal Interesse. Aber das ist ja schon eine Weile her jetzt. Ja, aber Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, genau. Dass Sie Interesse haben. Und ja. In diesem Bereich haben Sie gehandelt? Also sagen Sie, nur mit Schlüpfern. Mit Krypto habe ich noch gar keine Erfahrung. Und womit haben Sie? Mit Schlüpfern? Mit Schlüpfern. Ach so. Ich habe verstanden. Gut. Wir sind Online-Broker, ja, und wir bieten Dienstleistungen an. Und auch die Hilfe vom Fachmann. Ja. Ja. Da Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, ja, kriegen Sie persönlichen Berater. Und er wird Ihnen alles erklären, wie Sie anfangen können, ja, um Profite zu kriegen. Ja. Okay, und welche Ziele haben Sie? Nur Geld verdienen, denke ich mal, ne? Weil wer will das nicht? Alle wollen das, ja. Ja, eben. Okay. Und Sie haben unsere Werbeportale ja besucht. Sie haben Interesse für Bitcoin gezeigt, wenn ich mich nicht irre. Ja, mit dem Krypto, ja. Okay. Sagen Sie mir bitte, und wann sind Sie am besten zu erreichen? Na jetzt? Im Großen und Ganzen. Ach am so. Vormittag oder am Nachmittag? Ja, vor 12 ist immer schlecht. Also heute ist Glück gewesen. Aber es hat schon jemand angerufen und deswegen bin ich jetzt wach. Alles klar. Und
Ich frage, weil unser Fachmann ruft an. Ja, wie viel Mal pro Woche können Sie mit dem Fachmann reden? Ja, kommt drauf an. Also, so oft der will halt, ne? Also, ich meine, so wie gesagt, ab 12 habe ich ja immer Zeit. Ich meine, wenn er seine Arbeit gut macht, dann kann ich ihm ja auch mal ein paar Schlüpfer schenken. Okay, das dauert nicht besonders lang. Das ist okay, circa 10 Minuten. Ab 12 kann unser Fachmann Sie erreichen, oder? Mhm, genau. Okay, und bis wann? Ja, so bis, ich sag mal, bis 3 Uhr nachts auf jeden Fall. 3 Uhr nachts? Also, wir arbeiten leider nachts nicht. Ach so, naja, Sie haben ja gefragt, wie lange. Und ich habe gesagt, von 12 bis 3, also nachts. Also mehr als 12 Stunden habe ich schon Zeit für den Herrn. Die nehme ich mir dann auch. Und arbeiten Sie ab 12 nicht, ja? Na, vor 12 arbeite ich nicht. Also vor 12 schlafe ich und nach 12 mache ich ja das mit dem Schlüpferhandel hier. Alles klar. Und was machen Sie beruflich? Ja, Schlüpfer verkaufen. Also sind Sie selbstständig? Genau, ich verkaufe gebrauchte Schlüpfer. Ach so. Gefällt Ihnen diese Arbeit? Ja, wieso fragen Sie? Möchten Sie einen? Nein, danke. Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Kleinen Moment. Also, wir hätten auch Seidenstrümpchen, wenn Ihnen Schlüpfer nicht gefallen. Bitte? Ich sage, wir hätten auch Seidenstrümpchen, wenn Ihnen Schlüpfer nicht gefallen. Und Sie sind Verkäufer, ja? Ja, so kann man das sagen. Alles klar. Gut, und wie lange wohnen Sie in Deutschland? Schon immer, und Sie? Bitte? Schon immer, und Sie? 10 Jahre. Okay. Na gut. Können Sie für Verifizierung an uns also ein Foto von Personalausweis schicken? Also von meiner Fresse? Nein, einfach ein Foto von Personalausweis. Ach so, ja, aber da ist meine Fresse dann drauf. Naja, wahrscheinlich. Ein Foto, ja? Ja, das kann ich machen, ja. Gut, schicken Sie bitte dann per E-Mail das. Haben Sie jetzt Zugang zu Ihrem E-Mail-Box? Ja, zur E-Mail habe ich Zugang, ja. Aber haben Sie nicht irgendwie hier so mit Postident oder so ein Krempel? Ich habe die Frage nicht verstanden. Na hier für das Foto, das schickt man ja nicht einfach hier so in eine E-Mail. Also ich sende eine E-Mail, ja? Ja. An Ihre E-Mail-Adresse. Als eine Antwort können Sie im Anhang ja ein Foto schicken. Na, kann man das auch auf der Webseite hier hochladen, oder? Ja, können Sie das gerne machen. Dann mache ich das da. Wo muss ich da drauf? Wunderbar. Haben Sie jetzt Zugang zu Laptop, oder? Ja, ja. Okay, das ist... Ich habe hier noch so einen... Ja, ich habe hier... Ich habe hier noch so einen guten Rechner. Also das ist hier noch gute Wertarbeit. Der ist noch von 98. Okay. Sie haben wirklich gute Laune, ja, wie ich verstanden habe. Na, sag mal jetzt hier die Nummer, also hier die Adresse. Sie haben zwei E-Mails von uns erhalten. Schauen Sie bitte in Ihrem E-Mail-Box nach. Na, dann gucke ich da mal. Habe ich hier von Lotto, 12x6,49 für 1 Euro. Von 4. Oktober sind diese E-Mails, ja, E-Mails. Ach, vom 4., ja, das ist ja schon weg. Haben Sie alles schon gelöscht? Ja, ich mache das abends alles weg. Ach so. Ja, weil wenn ich habe da so eine Regel. Wenn ich das bis abends nicht geschafft habe, drücke ich einfach auf Löschen und Ruhe im Karton. Alles klar. Gut, und haben Sie wahrscheinlich Ersparnisse? Ich soll also Bescheid wissen. Ja, ja. Einsteigbetrag, ja, nicht das letzte Geld für Sie ist. Gucken Sie mal, junge Frau. So ein Schlübbi, der kostet 3 Euro bei Kick. Und wenn ich den für 50 Euro verscheuere plus Versand, wissen Sie, was Sie da rausholen? Ich meine, Taran tut es Rosi. Mit sowas muss ich mich nicht auch noch beschäftigen. Aber sagen Sie mir bitte Bescheid. Besteht noch Interesse für den Handel? Ja, ja. Okay.
dann sollen wir das... Hier mit so einem Bitcoin, da würde ich auch eben kaufen, wenn ihr da sowas habt. Okay, und die Summe 250, ja, ist für Sie in Ordnung. Ja, na klar. Sie sollen, ja, Sie sollen mit dieser Summe Ihr Handelskonto einfach aktivieren. Ja. Ja, Sie überweisen das Geld nicht an uns. Sie sollen einfach Ihr Handelskonto aufladen. Ja, also das ist die Aktivierungsgebühr. Und dann muss ich nochmal was aufladen zum Handeln. Wir kriegen keine Provisionen und keine Gebühren, ja? Ja. Diese Summe können Sie dann weiter verwenden, um zu investieren, ja? Und haben Sie mich auf laut gestellt? Ja, ja, ich habe Sie auf Lautsprecher, aber ich höre so schlecht. Ach so. Alles klar. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Oh, sowas fragt man doch nicht. Warum denn? Das steht auf dem Personalausweis drauf, junge Frau. Ach so. Das reicht. Aber wer soll da, also Verifizierung sowieso machen, ja? Sie können dann Personalausweis hochladen, ja, bei der Webseite. Mhm. Und auf solche Weise können wir sehen, ja? Das Geburtstagsdatum meine ich. Ja, ja, da steht es dann drauf. Aber das muss ja keiner sagen. Alles klar. Okay, wie Sie wollen. Ah, Sie haben ja schön poppige Musik da im Hintergrund. Naja, bei uns ist immer so. Ist ja wie eine Diskothek. Nein, wir hören Musik, ja. Schaukeln Sie da auch immer auf den Stuhl so ein bisschen mit? Bitte? Schaukeln Sie da auf den Stuhl auch so ein bisschen mit? Nein. Ich versuche das nicht zu machen. Ja, stimmt auch, weil er sieht ja auch albern aus. Sie hatten eine ziemlich junge Stimme, ehrlich zu sagen. Oh, danke schön. Gerne. Sie sind 30, oder? Oh, nee, da sind wir schon eine Weile drüber. Ach so. 40? Naja, 40 wäre okay, ja, das nehmen wir. Oder 45? Naja, ja. Kann sein, ja. Also 44 sind wir schon. 44? Mhm. Achso, ich war nah. Kleinen Moment, bitte. Mhm. Ich kontaktiere jetzt unsere technische Abteilung, ja. Wir schicken nochmal, ja, 2 E-Mails. Ja. Gut, danke. Also, ich habe mich angemeldet. Ich warte einfach auf die Antwort. Sie haben jetzt ein E-Mail angemeldet bei mir. Ja, Sie sollen jetzt 2 E-Mails von uns bekommen. Ich gucke mal. Nee, ich habe jetzt hier von der Heizungsanlage was gekriegt. Da soll ich hier so eine neue Heizung. Ihre E-Mail-Adresse lautet klaus.klabautermann@webmail.com, ja? Das habe ich nicht verstanden. Ihre E-Mail-Adresse lautet so. Da war irgendwas falsch. Ach so, und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Hinter dem Ad müssen wir das ändern. Bitte? Hinter dem Ad-Zeichen, also den A mit dem Kringel drum. Klaus. Ja? Ja, Klabautermann. Genau. Ad. Ja. Webmail. Nee, das ist falsch. Und wie ist richtig? Wie kommen Sie denn da drauf? Bitte? Wie kommen Sie denn da drauf? Können Sie mir bitte dann buchstabieren, wie ist richtig? Also, die ganze Nachricht oder nur hinter dem Ad? Vorne war ja richtig. Okay, klaus.klabautermann @ ja. Weiter. Und dann kommt ein M. N? Ein M wie Maultier? Mater, okay. Ja, oder so, genau. Ist, na gut, ist ja das Gleiche. Denn ein D wie Dackel. M, D. Ja, dann ein C. Z oder C? Ein C wie Zeppelin. Mhm. Noch ein C wie Zeppelin. Mhm. Denn ein F wie Delfin. F?
Ja. Dann kommt ein U wie Orang-Utan und ein N wie die Rosi. N Ja. und weiter. Punkt.de. Kleinen Moment. Nach et. Ja. Enzymata, Devidora, Zeppelin, Zeppelin. Nee. Also C wie Zeppelin haben Sie, ne? Ja. Genau, dann zwei. Ja, das ist richtig, dann. Zweimal. Ja. Dann F wie Friedrich, U wie Ute, N wie Nordpol.de. So existiert solchen Domain nicht. Da haben Sie was falsch. Okay, können Sie noch einmal buchstabieren? Ich überprüfe gerne. Ja. Ein M, ein D, ein C, noch ein C, ein F, ein U und ein No? N. Noch einmal. Na, was? Den letzten F, Buchstaben? O und N? Ja, ein Können Sie bitte richtig das sagen? N oder M? Na, ein N wie Nutte. Nordpol. Ja, netteres Wort dafür, Okay. genau. Kleinen Moment. Was für eine E-Mail-Adresse ist das? Die ist hier von meinem Anbieter. Hier mit dem Internet. Joko. Schoko? Nein, keine Schokolade. Joko, nicht Schoko. Was ist das? E-Mails. Hm? Okay, gut, ich soll das alles abklären. Sagen Sie mir bitte, und haben Sie diese E-Mail-Adresse? Sie haben bei Ihrer Anmeldung diese E-Mail-Adresse uns angegeben. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Webmail.com. Nee, sowas habe ich nicht. Und diese, die Sie mir jetzt diktiert haben, ist unkorrekt, Nee. leider. Die geht klaus.klabautermann@mdccfun.de. Das geht. Da bin ich mir sicher. Das kommt ja hier die ganze Zeit so ein Krempel an. Hier guck ich schon wieder was mit der nackten Titte hier. Dann kriege ich hier für die Heizung. Denn eine Joltmütze kann man hier, Angela, ach ne, Münze von Merkel ist hier was gekommen. Reines Jolt. Und dann habe ich hier von der Mastercard. Jetzt kostenlos bestellen, dauerhaft gebührenfrei. So, dann haben wir hier noch was im Spam. Kontaktlos zahlen, gebührenfrei, also nochmal Mastercard. Ja, und dann ist hier auch manchmal was dabei, was ich nicht lesen kann. Bitte um Entschuldigung, ich kann keine solche E-Mail-Adresse finden. Ja, aber das ist nicht gut, wenn das da bei euch nicht geht. Wahrscheinlich C wie Cäsar, nicht wie Zeppelin. Ja, ihr sagt immer Zeppelin, deswegen habe ich gedacht, ich passe mich an. Ist schon richtig. Dann nimmst du halt einen Zeber. Wenn du den besser findest. So, können wir jetzt hier mal das mit dem Bitcoin machen, oder? Hallo? Hallo, ja. Ja, machen wir das jetzt mit dem Bitcoin? Ja. Okay. Jetzt haben wir hier schon so lange mit der E-Mail-Adresse verplempert. Ich habe keine solche E-Mail-Adresse also gesehen, ja?
Da muss ja nicht immer alles das Gleiche sein. Die meisten haben ja hier von Jugel, das hat doch jeder. Guckst du, wenn du mdccfun.de eingibst, dann kommst du ja auf meinen Internetanbieter. Dann kommst du ja direkt drauf. Ja, ich habe das in Google-Suche eingegeben. Ja. Da kommst du direkt drauf auf den Internetanbieter. Mhm. Webmail mdccfun.de. Und soll da Bindestrich sein? Ja, geht sowohl als auch. Also bei meiner E-Mail nicht, aber hier auf der Webseite geht mit und ohne, glaube ich. Ja, ich sehe, dass unbedingt mit Bindestrich das sein soll. Na, bei meiner E-Mail ist kein Bindestrich drin. Mhm. Okay. Kleinen Moment, bitte. Bleiben Sie bitte kurz dran. Hm. Ja, ich glaube, wir fliegen langsam auf. Aber 22 Minuten haben wir schon verplempert. Lady? Ja, Herr Wortemann, ich bin da. Vielen Dank, dass Sie abgewartet haben. Jetzt versuche ich mich anzumelden, ja, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern. Mhm. Okay. Haben Sie heute viele Kunden? Bei mir? Ja. Nö, so viele sind das nicht. Das sind meistens immer die gleichen. Alles klar. Und wie viele Kunden haben Sie pro Tag circa? Oh, vielleicht so 3, 4. 3, 4, alles klar. Und das reicht? Das reicht. Ich meine, die bestellen ja nicht nur Schlippis. Die kaufen auch manchmal andere Sachen. Mhm. Die Rosi macht ja dann auch noch ein paar Fotos und so. Die ist ja hier mal bei mydirtyhobby.com, hier die Seite. Ja, und da chattet vergleichen die dann immer. Vergleichen wir nochmal. Klaus. Ja. Klaus Wottermann. Ja. mdccfun.de. Ja, genau. Ohne Bindestrich, ja? Richtig, genau. Gut. Okay. Und warum haben Sie eine andere E-Mail-Adresse bei Ihrer Anmeldung angegeben? Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich weiß nicht, wie die da hinkommt. Webmail.com. Die habe ich noch nie gehabt. Aber Sie haben diese E-Mail-Adresse also bei Ihrer Registrierung eingegeben. Nö. Doch. Das kann Sie nicht sein. Sie haben sich selbst dann gemeldet. Vielleicht hat es einer verwechselt, weil er die nicht kennt. Ich weiß es nicht. Aber Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, ja. Da habe ich mich angemeldet, aber nicht mit der Adresse. Mhm. Gut, schauen Sie bitte in Ihrem E-Mail-Box nach. Ja. Hast du geschickt? Ja. So, ich gucke. So. Ihr Antrag ist da. Ist es? Nee, das, da steht oben drüber Kreditvergleich. Nein. Nee. Von wem kommt die E-Mail-Adresse? No Reply E-Mails sind das. No Reply. Mhm. Da habe ich hier... Ach, wie heißt die Seite? Hier steht irgendwas von Webtrader. Da ist von No Reply was gekommen hier mit Willkommen. Und ja. Da steht. Und zweite E-Mail, wie heißt sie? Ist nur eine. Bitte? Da ist nur eine gekommen. Von No Reply. Haben Sie keine gefunden? Nur eine? Na, nur eine. Nur eine? Ja. Okay, und lesen Sie bitte, was sehen Sie dort? Da steht, lieber Klaus Klabautermann, willkommen bei Swiss Save-Away. Ihr Antrag wurde genehmigt und Ihr Handelskonto wurde aktiviert. Okay. Ist es das? Zweite E-Mail soll Aktivierung des Accounts heißen. Nee. Und nutzen Sie jetzt Rechner, Herr Klabautermann? Ja, ja, ich bin am Computer. Ich habe hier, so ein Windows 98. Ich verstehe jetzt nicht, ja, was Sie machen. Wir können jetzt mit Ihnen ein hilfreiches Programm AnyDesk installieren. Was machst ich du? Ich kann dann alles sehen, ja, auf dem Bildschirm, was Sie machen. Okay. Ich kann Ihnen dann weiterhelfen. Aber nicht immer, oder? Nein, nicht immer. Oh, Gott sei Dank, weil
Ich hatte jetzt schon Angst, dass ihr die ganzen Videos hier mitguckt. Nein, wir machen das nicht. Okay. Ja, dann, wie muss ich das machen? Ich schicke jetzt auf Ihre Adresse, ja, den ja. Link. Also hier nochmal eine E-Mail, oder? Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Und da muss ich das dann runterladen? Okay, Sie können das in Google finden. Einfach. In Google? So, ja. Oh, dann muss so ich mal... So schreiben Sie Anydesk. Ich kann Momentchen, nicht so schnell. Ich muss mir erstmal das Fenster aufmachen. So. Jetzt, wie schreibt man das? A wie Anton. N wie Nordpol. A, ein N. A, N, Y. A, N, Y. D. D. Dora, Emil, Siegfried Kaufmann. Ja, also Anydesk. Nein, nur einmal A. Nein, ich habe so wie buchstabiert. Also, A, N. Ja. Y. Ja. Desk. Ach so. So. Und nu? Nu habe ich hier Google. In Google-Suche brauchen Sie das eingeben. Ja, ja, habe ich gemacht. Mhm. Wo muss ich da jetzt drauf? Was sehen Sie jetzt? Na, Google hier die Seite mit dem ganzen Krempel, der da so drin ist. Anydesk haben Sie eingegeben? Ja, ja. Okay. Erste Webseite sollen Sie also öffnen. Die erste. Die erste. Die schnelle Remote-Desktop-Anwendung. Ne, so steht das hier nicht. Hier oben steht nichts mit die schnelle. Hier steht nur kostenlos downloaden. Ach so, sind wir schon bei der Webseite? Nee, auf Google. Google. Ja. Ja, klicken Sie Enter auf der Tastatur. Habe ich gemacht, da passiert nichts. Mhm. Was sehen Sie jetzt? Na, immer noch Google. Wenn ich Enter drücke, passiert ja nichts. Ich muss da was eingeben, wenn ich Enter drücke oder nicht. Aktualisieren Sie bitte dann Ihre Seite. Aktualisieren? Aktualisieren, ja. Also ich soll ja den Kreisel drücken. Ja. Ja. Nun ist alles wieder weg. Okay, geben Sie erneut bitte Anydesk in Google-Suche. Also muss ich das nochmal sagen, wie das geht. Ja, A, N. Okay. A, N, Y. Ja. D, E. Ja. S, K. Und dann jetzt Enter. Ja. Habe ich gemacht. Okay. Und nu? Und jetzt? Na, jetzt habe ich ja Anydesk, Remote, Software, Desktop, das Beste. Okay, drücken Sie drauf. Ja, da soll ich drauf drücken? Ja. Das ist die offizielle Webseite. Na, jetzt habe ich ja eine schöne aprikofarbene Seite. Wo muss ich da hin? Haben Sie drauf geklickt? Wo denn? Was Sie früher gelesen haben. Der schnelle Remote-Desktop-Anwendung. Ja, ja, jetzt habe ich ja so eine pfirsichfarbene Seite. Oh, gut, was sehen Sie jetzt? Sehen Sie grüne Taste jetzt herunterladen? Nee. Wo steht das? Alles ist rot, ja. Sie machen das ganz schön kompliziert, junge Lady. Ich kann Ihnen weiterhelfen, wenn wir... Also rot ist das hier nicht. Das ist so aprikofarben. Das ist wie die Bäckchen von meiner Rosi. Was meinen Sie? Die Farbe. Das hat so ein bisschen wie die Bäckchen von meiner Rosi. Okay. Wunderbar. Da schreit einer. Hallo? 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 Das hört sich so an, als machst du Bonbonpapier an dein Mikrofon.
Bitte um Entschuldigung. War das gerade Bonbonpapier? Sehen Sie jetzt grüne Taste jetzt herunterladen? Nö. Sehen Sie keine? Okay, ein bisschen oben. Ein bisschen oben, ja, ja. Rechts. Sehen Sie vier Wörter. Lösungen, Preise, Downloads und Ressourcen. Ja, das sehe ich. Sehen Sie. Okay, ja. Klicken Sie auf Downloads. Ja. Gemacht, ja? Habe ich gemacht, ja. Okay, jetzt sehen Sie, grüne Taste jetzt herunterladen. Ja, da wo das Programm. Also da mache ich das Programm dann runter. Okay, also, ja, Sie ja. wollen das Programm installieren. Klicken Sie bitte auf diese Ach, Taste, jetzt herunterladen. Jetzt kommen hier noch zwei Versionen. Immer Download Version 6 und MSI Deployment Package. Muss ich denn da jetzt klicken? Bitte? Was muss ich denn da jetzt klicken? Sie haben auf Downloads, ja, geklickt? Ja. Okay, grüne Taste jetzt herunterladen, okay? Hab ich gedrückt. Gut. Ja, und dann kommt da noch zwei Versionen, wo ich draufklicken kann. Was soll ich denn noch nehmen? Einen kleinen Moment, Da verkaufe ich aber lieber meine Schlipper als das hier. Das ist ja voll schwer. Wissen Sie, die Schlüpfer, die kann man ja auf eBay reinstellen. Also das ist ja hier komplett kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Wir sollen das Programm zuerst installieren, ja? Dann können wir in Verbindung mit Ihnen setzen. Ja, Sie nennen mir 9 Ziffern. Und ich kann sehen, was Sie auf dem Bildschirm machen. Oh, aber da muss ich den Desktop-Hintergrund noch ändern, glaube ich. Bitte? Ich sage, da muss ich den Desktop-Hintergrund ändern. Warum denn? Weiß Was haben Sie auf dem Hintergrund? Naja, da ist die Rosi. Aber, naja, die Rosi hat da halt nicht an. Wollen Sie das? Was? Wollen Sie das sehen? Mir ist egal, eigentlich, ich soll sehen, ob Sie unsere E-Mails bekommen haben. Das ist ja gleich Werbung für die Schlipper von Rosi. Vielleicht willst du ja doch noch einen Schlipper haben. Also, wo muss ich denn jetzt hier drauf drücken? Auf Download Version 6 oder MSI Development Pakete? Oh mein Gott. Ich sehe nur jetzt herunterladen, diese grüne Taste. Ja, und wenn du da drauf drückst, kommt so ein Zippel raus. 3. Wenn du da draufklickst, kommt ein Zippel raus und der Zippel, da sind noch zwei Sachen drin. Und da kann ich mir eins aussuchen. Was muss ich denn da jetzt machen? Kleinen Moment, bitte. Ja. Herr Klappertemann, ich verbinde Sie jetzt mit meinem Kollegen. Er wird Ihnen also alles erklären, ja, was wir richtig machen können. Okay. Ja, danke. Dann machen wir das so. Vielleicht nimmt der ja noch einen Schlipper. Ja, schönen guten Tag, Elias Bude, mein Name ist von Safeway. Sie wollten einen Handelsaccount erstellen, richtig? Ja, hallo, hier ist der Klappautermann. Ja, ich hatte mich ja mal angemeldet hier auf eurer Webseite, aber die Dame, die hat sich dann mal für meine Schlipper interessiert von Rosi. Aber, ja, bin ich ein bisschen durcheinander schon. Das ging denn eigentlich nur noch um unsere Schlipper hier. Hallo? Hast du so ein Bonbonpapier reingemacht mit deinem Mikrofon, wie die Dame? Hallo? Hallo? Eine Rosi, der hat jetzt aufgelegt. Ja. Ich will hier so ein Bitcoin kaufen. Also dann wollte die hier nur über deine Schlipper Bescheid wissen und was wir so machen hier. Ja. Die wollte sogar auf den Rechner gucken und kann dir die Nippelfotos angucken. Ja, glaubst du denn sowas? Haben Sie das Programm schon installiert? Ah, jetzt sind ja Sie wieder dran, junge Lady. Der Mann hat nicht gesagt. Hallo? Die Rose, die war jetzt schon wieder dran. Und jetzt sagt sie nichts mehr. Hallo? Ja, ich bin da, Herr Klappertemann. Ja, aber was denn nun?
Ich dachte, der junge Kerl sollte hier helfen. Und nu hat er aber nichts gemacht, ist einfach voller weggegangen und dann, ja. Ich bitte um Entschuldigung. Wollen Sie vielleicht doch ein Schlüpferchen kaufen? Okay. Herr Klebertermann, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Programm installiert, oder? Ja, nee, der Typ sollte ja helfen, aber das ist ja nicht passiert. Haben Sie schon mehrmals, ja, wahrscheinlich geklickt, ja? Jetzt herunterladen. Na, wenn ich auf jetzt herunterladen drücke, kommt da ein Zippel raus und dann soll ich da mich entscheiden zwischen zwei Versionen. Da steht Download Version 6 und MSI Package irgendwas. Deployment Package, ja. Download Version 6. Das soll ich nehmen? Ja. Dann lade ich das jetzt runter. Okay. So. Klicken Sie drauf. Öffnen von Anidisk. Du möchtest folgende Datei öffnen. Anidisk.exe. Möchten Sie diese Datei speichern? Safe. Ja. Speichern, ja. Save File. Nu's weg. Wo ist die jetzt? Safe. Ich habe auf Speichern gedrückt. Okay. Wo drücke ich nu? Hallo, junge Lady? Nu ist wohl ein Bonbonpapier am Telefon. Hallo? Okay. Ja? Dann finden Sie auf Ihrem Computer, ja, in Downloads, das Programm. Installieren Sie bitte das Programm, ja? Und ich rufe in eine halbe Stunde zurück, okay? Der Ordner ist ganz schön voll, wissen Sie das? Oh, wie soll ich denn das jetzt alles finden? Der ist jetzt irgendwo in diesem Riesenordner gelandet. Auf dem Computer klicken Sie bitte auf Downloads und dort finden Sie das Programm. Alles ist nicht kompliziert. Gut, Sie sollen das Programm installieren und öffnen und wie gesagt, in einer halben Stunde rufe ich zurück, okay? Wir reden nochmal. Ich glaube, das ist mir zu kompliziert hier. Dann versuchen Sie bitte, das zu schaffen. Weiter helfe ich Ihnen gerne. Ja, okay. Okay, gut. Ja, dann machen wir das so. In einer halben Stunde rufe ich an. Alles klar. Alles klar, danke. Tschüss. Ja? Schönen guten Tag, der eine hilft wieder. Ja, wir hatten mit Ihnen schon telefoniert. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Programm installiert, oder? Nee, der Rosi ist dazwischen gekommen. Die hatte Kaffee gebracht gerade. Noch einmal bitte. Der Rosi hat Kaffee gebracht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Bitte um Entschuldigung. Der Rosi hat mir einen Kaffee gebracht. Das Programm haben Sie installiert, Anydisk. Wollten Sie nicht einen Schlüpfer kaufen? Nein. Nein, ich habe ja gerade. Ich habe das Programm installiert haben. Ich hätte einen ganz frischen, der duftet noch. Der dampft quasi noch. Soll ich gleich intüten? Könnt ihr abholen. Herr Klebertermann, ich brauche keine Strumpfhose, ja? Nee, nicht Strumpfhose. Schlüpfer. Ist noch warm. Herr Klebertermann, seien Sie bitte seriös, ja? Na wieso? Sind Sie nicht seriös? Letztendlich machen wir hier jetzt Geschäfte. Herr Klebertermann, ich rufe Sie in Bezug auf Trading, ja? Ach, auf Trading. Sagen Sie das doch gleich. Ich habe gedacht, Sie wollen einen dampfenden Schlüpfer haben von der Rosi. Ja, wir haben mit Ihnen circa 40 Minuten geredet, ja? Sie wissen schon Bescheid, worum es geht. Ach so, die junge Lady mit dem Bonbonpapier am Mikrofon, ja. Gut, sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse noch für Finanzmarkt, ja, für den Handel im Großen und Ganzen? Ja, na klar. Online-Handeln meine ich, ja? Ja, natürlich. Okay. Ich habe mir doch was überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn ich bei euch 250 Glocken inzahle, wie wär's denn, wenn du da bei dir im Callcenter ein bisschen Werbung für die Schlüpfer von der Rosi machst? Weil dann könntet ihr ja da alle ein paar Schlüpfer nehmen. Herr Klebertermann, das ist nicht möglich, ja? Wieso denn das nicht? Das ist doch so ein Win-Win. Haben Sie das Programm schon installiert oder nicht? Ja, hat das geklappt? Das Programm, das heißt drauf, ja. Anydisk, ja?
Das habe ich mir runtergeladen, genau. Okay. Haben Sie das in Downloads gefunden? Ja, sagen Sie mir bitte. Nee, da habe ich ja gesagt, Rösi hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Da habe ich die Suche abgebrochen. Was meinen Sie? Na, der Rösi hatte mir einen Kaffee zubereitet. Und es gab so ja ein Aktimel. Herr Köppertermann, sagen Sie mir bitte 9 Ziffern. 9 Ziffern. Ja, von Anydesk. Ich nehme der 5, der 9, der 6, der, jetzt haben wir 3, ja. Denn der 3, der 5, nochmal der 6, dann nehmen wir noch der 7 und der 8 und der 9. Mhm. Wo haben Sie diese Ziffer gefunden? Noch, Sie haben doch gesagt, ich soll 3 Ziffern sagen. 9 Ziffern von Anydesk. Wenn Sie das Programm. Ach so, von dem Programm eine Nummer. Ich dachte jetzt hier wie beim Lotto. Wissen Sie, da muss man ja auch so schnell aus dem Kopf ein paar Nummern sagen, wenn Sie anrufe. Okay, ich rufe dann später noch einmal an, okay? Ja, wann wollen wir denn nochmal reden? Okay, ein bisschen später rufe ich an. Okay, dann warte ich auf dich, mein Schnittchen. Okay, gut, Herr Kapotermann. Alles klar. Später. Bis denn. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Gerold Steiner? Ja, ist am Apparat. Herr Steiner, hier ist Paul Bolton, Ihre personale Kontomanager von Europäischer Trading Abteilung. Aha. Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung von unserer Kryptowerbung. Mhm. Sie sind bei unserer finanziellen Plattform ungefähr vor 2 Tagen angemeldet. Das kann sein, ja Mensch. Das ist ja ein Service, dass Sie direkt anrufen. Wie bitte? Ich sage, das ist ja ein Service, dass Sie direkt anrufen. Genau, das ist normalerweise so, weil wenn Sie melden sich von unserer Werbung, damit bestätigen Sie, dass Sie haben Ihre Interesse auf dem Finanzmarkt geäußert. Ja. Deswegen Sie brauchen Beratung von unserer Seite. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir jetzt auch den Namen von der Seite gar nicht gemerkt. Also ich habe mich jetzt hier mal irgendwo eingetragen, aber dann hat da was nicht geklappt. Von welcher Seite reden wir jetzt hier eigentlich genau? Das ist von Flex Capital. Aber am Anfang, Sie melden sich nur von unserer Werbung. Und nach der Anmeldung verbinden Sie gerade mit unserer finanziellen Plattform. Das heißt Flex Capital. Und mit unserer finanziellen Plattform, Sie können ganz einfach mit verschiedenen Währungen handeln. Zum Beispiel wie Kryptowährungen, wie Oil-Profit-Aktien mit Euro und so weiter. Also ich habe mich bei der Werbung angemeldet und das wurde dann an Sie weitergeleitet. Genau. Sie sind verbunden bei unserer finanziellen Plattform, weil diese Werbung gehört uns. Hm. Sie haben ein Video gesehen oder eine Nachricht gelesen. Ja. Wo steht, dass mindestens mit 250 Euro Sie beginnen Handel auf der finanziellen Börse und ganz einfach mehr Geld verdienen. Okay. Natürlich, diese Werbung gefällt Ihnen, weil das ist ganz gutes Angebot. Ja, meine ich, dass wenn Sie zum Beispiel auf die finanzielle Börse Ihre ersten Schritte machen, natürlich, Sie brauchen Beratung auch, weil Sie kriegen damit die besten Ergebnisse, ja? Zurzeit wegen wirtschaftlicher Lage Preise steigen. Preis von einem Bitcoin ist ungefähr 52.000 US-Dollar. Preis während der letzten Woche war nur 47.000 US-Dollar. Deswegen, diese Preissteigerung, das ist sehr gut, weil wenn Sie Preise steigen, damit Sie mehr Geld auch verdienen. Sagen Sie mir bitte, ob Sie Erfahrungen in diesem Bereich haben oder sind Sie ganz neu? Nee, habe ich gar keine Erfahrungen mit. Okay. Und haben Sie Entscheidungen getroffen, mit welcher Währungen müssen Sie handeln? Zum Beispiel mit Aktien oder mit Kryptowährungen? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da am besten? Also, ich weiß ja nicht, was man da machen muss. Genau. Wissen Sie, im 21. Jahrhundert nicht mehr Menschen handeln mit Aktien. Weil, wenn Sie handeln mit Kryptowährungen, ja, natürlich, Sie kriegen mehr Ergebnisse, weil ein Bitcoin-Preis vor 7 Tagen war nur 47.000 US-Dollar. Heute, das kostet 52.000 US-Dollar. Steigerung ist ungefähr mit 5.000 US-Dollar. Deswegen wäre es besser für Sie auch, wenn Sie beginnen handeln mit Kryptowährungen auch, ja. Weil zuerst Sie programmieren
die automatische Software, weil das macht individuelles Geldmanagement und Strategien. Und Sie können ganz einfach auf der finanziellen Börse Handelsprozessen mindestens mit 250 Euro anfangen. Das ist eine Mindestensumme, mit der Sie Ihr Handelskonto aktivieren können. Ich hoffe, dass Sie wissen, für was brauchen Sie Handelskontoaktivation, ja? Weil Bitcoin oder verschiedene Währungen, Sie können auf der Straße oder im Markt nicht einkaufen. Das machen Sie gerade auf der finanziellen Börse, wo ist Ihre Handelskonto nur geöffnet. Deswegen, Ihre nächste Schritte ist Ihre Handelskontoaktivation. Und wenn Sie auf Ihre Handelskonto Ihre gewünschte Summe, zum Beispiel 250 Euro kriegen, damit kaufen Sie Bitcoin, zum Beispiel, ja, das wäre wünscht. Natürlich, Sie wissen, Sie kriegen eine professionelle Beratung auch von unserer Seite, von Ihren persönlichen finanziellen Experten. Aber natürlich, nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. 250 Euro ist eine kleine Summe für finanzielle Börse und für Online-Handel. Aber natürlich nicht alle unsere Kunden möchten am Anfang entweder mit 1.000, 500 oder 800 Euro anfangen. Das ist ganz logisch auch. 250 Euro, deswegen stellen wir dieses Mindestbetrag, weil damit Sie können ganz einfach ausprobieren, wie das funktioniert, ja, ob das ein realistischer Weg zum Erfolg ist und so weiter. Mit 250 Euro, Sie sammeln richtige Erfahrung. Wie läuft das und wie viel Geld verdienen Sie normalerweise mit Mindestensumme? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, sehr gut. Deswegen, wir können jetzt gerade auch zusammen schauen, Ihre Handelskonto. Wo steckt alle Ihre Daten nach Ihrer Anmeldung? Das ist nur geöffnet, leider das ist nicht aktiv. Wenn Sie die Überweisung schaffen, ja, wenn Sie Ihre erste Investition machen, diese Summe kriegen Sie auf Ihre Handelskonto. Und Handelskonto natürlich, das ist die gleiche wie Bankkonto. Aber mit Bankkonto, Sie speichern nur Geld. Natürlich, Sie können mit Bank auch mit Bankaktien handeln. Aber Sie kriegen nicht so viel Gewinn. Mit Onlinehandel und mit Kryptowährungen, natürlich, Sie haben mehr Möglichkeiten auch. Wir können Folgendes auch machen, ja? Ihre Handelskontoaktivation ist abhängig über Ihre Einzahlungsmethoden. Zum Beispiel, vielleicht benutzen Sie Kreditkarten wie Visa oder Mastercard. Mhm. Falls Sie Visa oder Mastercard benutzen, das ist besser für Sie auch, weil bei unserer finanziellen Plattform seit 2013 Jahre funktioniert offizielles Visa und Mastercard Abteilung. Deswegen alle Transaktionen sind von unserer Seite wegen ihrer Sicherheit, nicht nur für Sie natürlich, für alle unsere Kunden, verifiziert, ja? Natürlich, das ist besser für Sie auch. Mhm. Da braucht man eine extra Abteilung für Visa und Master? Wie bitte? Da brauchen Sie eine extra Abteilung dafür? Das ist keine extra Abteilung. Das ist die Abteilung, welche macht Ihre Handelskontoaktivation, ja? Ach so. Ich bin Ihre personale Kontomanager. Und wenn wir aktivieren Ihre Handelskonto, ja, Sie sollen während unseres Gesprächs mit unserer Visa-Abteilung verbinden. Und damit können wir Transaktionen entweder von Ihrer oder von unserer Seite tätigen, damit Sie Geld auf Ihre Handelskonto kriegen. Hm. Benutzen Sie Visa oder benutzen Sie Mastercard? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe beide. Beides. Das ist sehr gut. Sie können selbst entscheiden, genau mit welchen Kreditkarten müssen Sie Ihre Handelskontoaktivation tätigen. Das kann ich Ihnen wobei weitere Schritte auch erzählen. Mit Ihrer Masterkarte, Sie können ganz einfach, gerade von unserer Seite, Ihre Handelskonto aktivieren. Falls das gehört Ihnen. Ja. Diese Karte gehört bestimmt Ihnen, ja? Ob die mir gehört? Genau. Ja. Okay, sehr gut. Bedeutet, dass vor der Seite auf Ihrer Karte steckt Ihre Name und Nachname, wie Herr Gerold Steiner, ja? Mhm. Sagen Sie mir bitte, Herr Steiner, was ist Ihr Ziel? Möchten Sie mit Onlinehandel mehr Geld verdienen oder mehr Erfahrung sammeln? Na, was soll davon schon das Ziel sein? Die Frage verstehe ich nicht. Meine ich über Ihr Ziel. Möchten Sie mehr Geld mit Onlinehandel verdienen? Oder vielleicht möchten Sie mehr Erfahrung auch sammeln? Ach nö, ich habe eigentlich nur zu viel Geld über und wollte ein bisschen was loswerden.
Weil natürlich alle normale Menschen brauchen mehr Geld auch, ja? Ja, ach, mehr Geld brauche ich nicht. Mehr Geld brauchen Sie nicht? Nee. Sehr schön. Aber sagen Sie mir bitte, warum sind Sie angemeldet? Na, warum nicht? Kann man doch machen trotzdem, oder nicht? Man muss ja nicht mehr Geld brauchen, um mehr Geld zu bekommen. Normalerweise, meistens unsere Kunden melden, wenn die mehr Geld brauchen. Ja, falls sie denken, dass sie sind zufrieden, sie brauchen kein Geld, dann warum melden sie sich? Na, zufrieden ist man ja trotzdem nicht, nur weil man zu viel Geld hat oder genug. Man kann ja trotzdem mehr Geld haben. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, dass Geld ist nicht genug, ja? Mhm. So, machen wir Folgendes, ja? Benutzen Sie jetzt PC oder benutzen Sie Handy oder Laptop? Jetzt im Moment telefonieren wir über das Festnetztelefon. Festnetztelefon, okay. Haben Sie vielleicht dabei Handy oder haben Sie PC oder Laptop? Wie meinen Sie das mit dabei? Also ein PC hat man ja nicht mit dabei, der ist ja zu schwer. Okay, vielleicht Sie haben einen Laptop dabei? Nee, sowas besitze ich nicht. Okay, benutzen Sie Handy auf Smartphone? Da habe ich noch so eins mit Tasten, so ein ganz normales. Mit Tasten? Hm? Wie alt sind Sie, Herr Steiner? Ich bin 29. 29? Und benutzen Sie ganz normales Nokia, oder? Nee, das ist hier so ein altes Samsung. Altes Samsung, okay, sehr gut. Haben Sie eine Familie? Ja. Okay, und was machen Sie beruflich? In welchem Bereich arbeiten Sie? Warum wollen Sie das jetzt wissen? Ich bin sehr neugierig, deswegen habe ich Ihnen gefragt. Ach, ja, kennen Sie wirtschaftlichen Bereich oder nicht? Nee. Haben Sie Erfahrung mit wirtschaftlichen Bereich? Nee, ich arbeite eigentlich gar nicht so. Okay, sehr gut. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay, so. Was machen wir jetzt? Ja, wir können ganz einfach Ihre Handelskontoaktivation tätigen. Mhm. Aber Sie sollen zu mir sagen, zuerst genau mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, wie viel wollen Sie denn haben? Wie bitte? Wie viel Sie denn haben wollen? Das wollen wir nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Sie sollen selbst entscheiden, mit welcher Summe möchten Sie anfangen. Ich wiederhole das nur nochmal. Mindestensumme ist 250 Euro. Maximum ist 1.000 Euro, deswegen Sie sollen zwischen 250 und 1.000 Euro selbst auswählen, mit welcher Summe müssen Sie anfangen. Aha, warum geht denn nicht mehr als 1.000? Das können Sie bei mit Ihren weiteren Investitionen machen. Zuerst, das ist der Mindestens- und Maximumbetrag, ja? Mhm. Nachdem Sie Ihre Handelskonto auf der finanziellen Börse aktivieren, dann Sie können selbst auch entscheiden, falls Sie möchten mehr Geld investieren, weil wenn Sie mehr Geld investieren, desto mehr Geld verdienen Sie. Naja, aber dann verstehe ich nicht, warum man da nur mit 1.000 Euro anfangen kann. Meinen Sie, warum ist das so? So von 250 und bis 1.000? Ja genau, warum ist das so? Das ist eine Regulation, ja, weil mit mindestens, Sie können entweder mit mindestens Summe, entweder mit 1.000 oder zum Beispiel mit 5, 6 oder 800 Euro anfangen. Ja, aber warum nicht mehr? Mit wie viel möchten Sie anfangen? Ist mir eigentlich egal, also, aber 1.000 klingt... Warum ist das egal? Warum reden wir dann, falls das ist egal für Sie? Möchten Sie mit 5.000 Euro anfangen? Ja, da wird es langsam erst interessant, ja. Genau, dann machen wir Folgendes, ja? Jetzt können wir Ihr Handelskonto zusammen mit 5.000 Euro machen. Haben Sie Ihre Masterkarte oder Visa dabei? Die habe ich im Flur, ja, im Portemonnaie. Im Portemonnaie, okay. Hm. Dann, Sie können ganz einfach Ihre Karte auferhalten. Was meinen Sie? Sie können Ihre Karte abholen. Ja, das kann ich machen, ja. Okay. Welche Karte wollten Sie haben? Das ist für mich egal. Für mich auch. Entweder Visa oder Mastercard. Ja. Dann nehmen wir die Masterkarte. Master, oh, ich hoffe, das ist keine Maestro. Nee, eine Masterkarte ist ja eine Kreditkarte und eine Maestro ist eine Bankkarte. Sehr gut. So, jetzt wir haben Ihre Karte dabei, ja? Nee, ich gehe noch zum Flur. Okay. So, ich bin gleich da, Moment. So, und da haben wir auch schon das Portemonnaie.
So, die Mastercard haben wir gesagt, ne? Ja. So, dann muss ich mal gucken. So, das ist die Amex-Karte. Ah ja, hier haben wir die Mastercard-Karte. So, da brauchen leider Sie jetzt... American Express passt leider nicht. Ja, habe ich ja gesagt. Müssen Sie richtig zuhören. Ich habe ja die Mastercard-Karte jetzt in der Hand. Okay, Mastercard, das ist keine American Express, ja? Ne, die habe ich aber auch. Okay, das brauchen Sie nicht. So, auf Ihre Mastercard steckt Ihre Name und Nachname, ja? Wie Herr Gerold Steiner, ja? Da steht auf Ihrer Mastercard nicht Ihr Name drauf? Ja, aber ich benutze nur Visa-Karte. Ja, und steht da nicht Ihr Name drauf? Auf meine Visa-Karte? Hm. Ich denke so, ja. Na, sehen Sie. Dann ist doch die Frage überflüssig, oder? Wie bitte? Ich sage, dann ist die Frage überflüssig. Wenn ich sage, ich hole meine Karte, dann wird ja da auch mein Name draufstehen und nicht der vom Nachbarn. Genau. Aber Herr Gerold, wissen Sie, manche unsere Kunden denken, dass wenn auf dieser Karte zum Beispiel Name von ihrer Frau oder von ihrer Verwandten steht, ja? Deswegen, das können wir nicht akzeptieren. Wir sollen sicher sein, dass diese Karte gehört nur Ihnen. Sagen Sie mir bitte, vor der Seite auf Ihrer Karte steht lange 16-stellige Nummer, ja? Mhm. Was ist die erste Zahl von lange 16-stellige Nummer? Ja, dadurch, dass das eine Masterkarte ist, können Sie sich die Frage ja selbst beantworten. Eine Masterkarte fängt immer mit einer 5 an. Genau. Und was kommt weiter? Dann haben wir noch eine 5. Okay, dann? Dann haben wir die 911-48-79-200-2843. Okay, aber als Sie wissen, das ist kurz zu sagen per Telefonat nicht so einfach. Deswegen wiederholen wir das nochmal. Es ist 5291, ja? Ja. 1184? Nö. Dann wiederholen Sie bitte nochmal. Sie sind ganz schön anstrengend, wissen Sie das? Nein, doch. Weil per Telefonat, das ist nicht so einfach, ja? Wenn Sie sagen zu mir, diese Daten, wir sollen auf der Zentrale mit unserer Mastercard-Abteilung versuchen. Deswegen muss ich diese Daten mit unserer Mastercard-Abteilung auch erklären, ja? Deswegen, Sie sollen das ganz einfach, deutlich zu mir diktieren. Ja, ich dachte, das war deutlich. 5591. Ja. Dann die 1487-9200-2843. Ja, was daran jetzt lustig? Weil ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sollen alles ganz langsam erklären, ja? Das fängt mit 5591. Dann kommt 1487. Ja. Stimmt, ja? Ja. Was kommt nach dem 7? Hören Sie nicht zu? Ja. Nee, scheinbar nicht. Ich habe Ihnen doch jetzt meine Mastercard-Nummer 2-mal durchgegeben. Genau, aber das habe ich nicht sehr gut verstanden, ja? Und ich denke, das ist kein Problem für Sie, wenn Sie das ganz langsam lesen, ja? Ja gut, aber Sie vertrödeln hier meine Zeit. Oh, und wie denken Sie? Für was machen wir das? Für Ihre Handelskontoaktivation, ja? Damit Sie sollen mehr Geld verdienen. Ich helfe nur Ihnen, ja, damit Sie Ihren Platz auf unseren Systemen kriegen. Das ist der Grund, warum bleibe ich auf der Linie auch, ja. Ich habe meine verkostete Zeit auch und ich habe zu viele Kunden heute, ja. Aber ich muss Ihre Handelskontoaktivation erfolgreich beenden und kurz zu sagen, Ihre Konto schließen, ja, nachdem Sie Ihre gewünschte Summe auf Ihre Handelskonto kriegen. Deswegen, machen Sie bitte keinen Stress. Und wiederholen Sie bitte nochmal. Ja gut, aber wenn Sie so mit mir reden, dann denke ich, ist das wohl der falsche Partner. Ich meine, ich wollte hier nett sein und Sie da ein bisschen unterstützen mit dem, was Sie da so machen. Aber ich meine mal, letztendlich habe ich es ja auch nicht unbedingt nötig, bei Ihnen einzuzahlen. Ich meine, wenn Sie mir hier so kommen und mich hier beleidigen wollen, dass ich hier Stress machen würde, dann denke ich wohl, sind Sie das falsche Unternehmen für mich. Falsche Unternehmen für Sie, ja? Aber wenn Sie können die nur 8 Symbolen oder 8 Zahlen dreimal nicht wiederholen, weil Sie denken, das ist ganz große Probleme und damit Sie verlieren Zeit dafür, was kann ich für Sie machen? Ja, wissen Sie, was ich in der Zeit alles machen könnte?
Ich könnte im Pool gehen, ich könnte die Sauna nutzen, ich könnte mit meinem schönen neuen Sportwagen fahren. Und jetzt bin ich am Telefon. Ja? So. Ich wiederhole das nochmal. Ja. 5591-1487. Ja. Was kommt weiter? Dann kommt die 9200-2843. Alles klar. Das überprüfen wir nochmal. 5591-1487 9200-2843. Na sehen Sie, geht doch. Das kommt nach dem Ihrer 60-stelligen Nummer. Kommt ein Ablaufdatum, ja? Dieses Datum ist Ihre Karte gültig. Das ist Monat und das ist Jahr. Stimmt, ja? Ja, das ist ja logisch bei Ablaufdatum, richtig. Ja, sagen Sie mir bitte, wie ist Ihr Ablaufdatum? Ja, das ist 9.24. Alles klar. Und die Rückseite auf Ihrer Karte steckt dreistellige Nummer, wie CVV. Mhm. Das ist vielleicht neben Ihrer Unterschrift. Oder falls dort steckt 6 Zahlen, Sie brauchen nur letzte 3 Zahlen. Ja, das ist die 424. 424, ja? Ja. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Postleitzahl? Warum wollen Sie das jetzt noch wissen? Was hat denn das damit zu tun? Weil wir machen Verifizierung auch, ja? Bedeutet das, wenn wir versuchen, die Transaktion mit unserer Mastercard-Abteilung, wir brauchen für Identifizierung ein paar Informationen. Das ist Ihr Geburtsdatum und das ist Ihre Postleitzahl. Nur Zahlen von Ihrer Postleitzahl. Aha. Also meine Postleitzahl ist die 12055. Und Ihr Geburtsdatum? Ist der 17.07.92. 92? Mhm. Okay. 17. So, bedeutet 1707-1992. Richtig, das bedeutet der 17.07.92. Und sagen Sie mir bitte, wenn Sie etwas mit Ihrer Mastercard kaufen, ja? Bestätigen Sie Transaktion oder nicht? Nö. Wie bestätigen Sie das? Gar nicht. Gar nicht? Wenn ich damit einkaufen gehe, halte ich das ans Display und es piept und ist abgebucht. Genau, aber normalerweise, wenn Sie zum Beispiel Online-Überweisung tätigen, etwas mit Ihrer Karte kaufen, dann natürlich, Sie brauchen eine Code, damit Sie Transaktion bestätigen. Nö, das habe ich bei mir ausschalten lassen, das hat mich genervt. Das haben Sie leider nicht, ja? Aktiviert, meine ich, mit Ihrer Karte. Nee, ich habe es deaktiviert. Okay, und mit welcher Bank haben Sie diese Karte? Es steht doch da bei Ihnen, oder nicht? Bei uns? Ja. Wie denken Sie, steckt das bei uns oder nicht? Es müsste da stehen. Wie heißen Sie? Steiner, und Sie? Steiner, Gerold Steiner. Ja, steht doch da bei Ihnen. Okay. Okay, und haben Sie so viel Freizeit? Ja, wie gesagt, ich gehe nicht arbeiten. Okay, sehr gut. So, was ist jetzt? Sollen Sie jetzt hier weiter meine Zeit verplempern, oder was ist los? Nein, sagen Sie mir bitte, von welcher Bank benutzen Sie dieses Karte? Müsste ich mal nachgucken. Steht das irgendwo auf der Karte drauf? Ich hoffe, dass Sie haben Konto mit Deutsche Bank, ja? Nee. In Deutschland, Sie haben kein Konto, oder? Nee, da müssen wir doch deutsche Steuern bezahlen. So weit kommt's noch. Das haben Sie nur amerikanische. Ja, eben. Ihre Visa-Karte auf, ja? Ja, ja, also eine deutsche Karte habe ich nicht. Da müssen Sie ja deutsche Steuern bezahlen. Ich bin doch nicht verrückt. Und wohnen Sie in Deutschland jetzt? Ich bin aktuell in Deutschland, ja, aber ich bin auch woanders ansässig. Da, wo ich halt gerade mal Lust habe. Leider mit dieser Karte, Sie können Ihre Handelskontoaktivation nicht tätigen. Aha, und warum geht es jetzt mit der Karte nicht? Überall woanders funktioniert die Karte auch? Weil Sie sagen zu mir nicht, von welchem Land benutzen Sie diese Karte? Ja, von überall aus kann ich die benutzen, habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich kann die in jedem Land benutzen. In jedem Land? Ja. Aber von welchem Land haben Sie Karte? Ja, aus Amerika ist die Karte. Das ist von Amerika. Das ist eine amerikanische Karte. Da habe ich die meisten Konten. Ich habe aber auch überall woanders. In Deutschland, Sie benutzen keine Karte. Doch, diese Karte. Genau, aber meine ich von Deutschland. Nö.
Warum sollte ich? Dann müsste ich hier auch Steuern bezahlen. So, und Sie müssen Steuern nicht zahlen, ja? Richtig, deswegen benutze ich ausländische Karten. Okay, sehr gut. Ja, hallo, mit wem spreche ich denn da? Alex Lambert ist mein Name. Alex Lambert. Genau. Mhm, ja. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdammen. Ja, wenn Sie das sagen, ja. Haben Sie schon mal Erfahrung in diese Richtung oder das ist ganz neue Erfahrung für Sie? Ja, mit wem wollen Sie denn eigentlich sprechen, Herr Lambert? Ich wollte mit Herrn Gerold Luemel Kutschen sprechen. Ah ja, okay. Ja. Sie haben gerade an unsere Webseite angemeldet. Sie haben Ihre Daten eingegeben Richtung Bitcoin-Handel. Ach so, hier das mit der Werbung, ja. Das war Ihre Seite? Genau. Sie haben jetzt bei uns angemeldet. Ja, sagen okay. Sie mir bitte, sind Sie jetzt gerade am Rechner oder machen Sie das mit Ihrem Smartphone? Nee, ich sitze hier am Computer, ja. Sehr schön. Sind Sie immer noch an unserer Webseite? Ja, wie heißt denn Ihre Seite? Also, wir sind Kapitalkurs. Ich werde Ihnen die buchstabieren. Ja. Öffnen Sie bitte Google-Browser. Den Google-Browser? Jawohl. Und schreiben Sie in Suchlinie Kapital, erste Buchstabe, wie Kaufmann geschrieben wird. K wie Kaugummi, Genau. Kapital, schreiben Sie bitte. Also, wie jetzt? Also, erste Buchstabe, K wie Kaufmann. Wie Kaugummi. A wie Anton. A wie Applaus. Genau, P wie Peter. C wie Cäsar? Nee, P wie Peter, wie Paula. Ach, P wie Pimmelmann, ja. Genau, I wie Ida. Sie meinen wie I wie Intimverkehr. Genau. Ja. Dann? T wie Theodor. Sie meinen Theodor Fall. Jawohl. Ja. A wie Anton. A wie, ja. L wie Ludwig, also Kapital. Hab ich. Und jetzt? So, jetzt schreiben Sie einmal Bindestrich, bitte, Minuszeichen. Okay, warten Sie, Bindestrich, Minus. Nein, nicht so. Ja. Nicht so. Sie müssen einfach Bindestrich eingeben, nicht schreiben als Wort. Na, wenn ich Bindestrich eingeben soll, dann ist doch das ein Wort. Genau, aber wörtlich müssen Sie das nicht schreiben. Einfach müssen Sie eintippen. Sie meinen das Symbol? Genau, als Symbol, ja. Ja, dann haben wir das, ja. Und dann schreiben Sie jetzt K wie Kaufmann, U wie Ulrich. Waren Sie nicht so schnell? Einmal K wie Kloßbrühe, dann ein U wie Unterleibsschmerzen und dann? R wie Richard. Wie russische Sprache, die ich nicht verstehe. Ja, weiter. R wie Richard, S wie Siegfried. Ah ja, okay, ein S wie, fällt mir gerade nichts ein, ja. Und dann? Dann suchen Sie Enter und sehen Sie direkt meinen Schwanz drauf, auf viele Bildchen. Was soll ich dann sehen? Klicken Sie erst einmal auf Enter. Ja, jetzt habe ich hier die Google-Ergebnisse. Genau, was sehen Sie? Ja, jetzt habe ich hier so mehrere Suchergebnisse halt. Welches soll ich denn da nehmen von? Kapital Kurs Startseite. Kapital was? Kurs Startseite. Kapital Kurs Home. Sehen Sie sowas? Ja, hier ist was. Oh, waren Sie? Ja, jetzt bin ich auf so einer komischen Seite, ja? Aha, was steht auf komischer Seite? Ja, da steht so ein Laptop auf dem Tisch und... Sehr schön, prima, sehr schön. Die Webseite haben Sie schon richtig. Ja. So, Laptop und so weiter. Ja, genau, so. Hier das Logo, das habe ich vorhin schon mal gesehen, ja, hier dieses lila, gelbe Ding, ja. Genau. Sehen Sie irgendwo Premium-Pakete? Was soll ich sehen? Premium-Pakete, neben Startseite steht Premium-Pakete. Klicken Sie einmal drauf. Nee,
Hier steht, ach ja, Sie meinen auf Englisch. Kann man das auf Deutsch stellen? Aber natürlich, das ist doch kinderleicht. Auf der rechten Seite, Sie können ganz einfach sprechen. Ah ja, hier sprechen. Ist eine Flagge. Da genau. Habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt steht hier Startseite und Premium-Pakete. Genau, Premium-Pakete. Klicken Sie einmal auf Premium-Pakete drauf. Ja, was ist das dann? Da ist Ihr Startkapital. Wollen Sie mit 250 einsteigen, mit 500 oder mit 750 als Startkapital? Ich verstehe jetzt noch nicht, was ich dann davon habe. Also, Sie bekommen von uns Programm vollautomatisierter Handelsalgorithmus, welcher wird für Sie am Finanzmarkt handelt, ja, und macht Gewinn. Also mit eBay denn, oder wie? Genau, mit alle mögliche. Sie machen Startkapital, Sie investieren Geld, ja, und mit Ihrem Geld wird am Finanzmarkt gehandelt. Sie haben doch alles angesehen in Werbung, oder? Ja, da stand ja nur drin, dass ich da Geld überweisen soll und da kann man dann Millionär werden, oder so im übertragenen Sinne stand das da. Genau, Sie haben fast ganz richtig verstanden, also Millionär werden Sie damit nicht, ich kann Ihnen schon mal garantieren. Das steht aber gleich aber hier oben drüber, also, dass man das werden kann. Ja, okay. Ja, aber dafür müssen Sie Ihre Arsch investieren. Investieren Sie Ihre Arsch, um Millionär zu werden. Was sind denn Sie für ein unseriöses Unternehmen? Was heißt unseriöses Unternehmen? Frage ich Sie sofort. Also, wenn man richtig Geld verdienen muss, ja, es gibt so ein Sprichwort dafür. Keine Mensch braucht eigentlich eine unrasierte Arsch, ne? Ich sage einfach als Sprichwort. Sie müssen Ihre Arsch investieren, um Millionär zu werden. Aha. Es gibt so ein Sprichwort. Keine Mensch braucht Ihre Arsch tatsächlich. So. Verstehe ich nicht. Investieren Sie 250 und Sie werden in einem Monat schon was verdienen. Aber wenn Sie richtig verdienen möchten, dann müssen Sie auch irgendwie bemühen. Ja, was muss ich denn da machen? Ja, noch ein bisschen mehr investieren, noch mehr zu Gewinn machen. Weil das ist ja logisch, oder? Ja, so halb. Aha, das haben Sie genau nicht verstanden. Ja, wie man damit jetzt Geld machen soll. Geld machen heißt, wenn Sie schon mal Geld haben, mit diesem Geld irgendwas machen zusätzlich, damit Sie noch mehr profitieren können, ja? Wenn Sie Geld haben, das liegt einfach zu Hause. Wenn Sie in richtige Zeit, an richtiger Stelle Ihr Geld investieren, dann verdienen Sie damit noch Geld, ja? So, wir haben Möglichkeit bei uns mit 83 Euro einsteigen, mit 250, mit 500 oder mit 750. Das ist Ihre Entscheidung, ne? Sie sind auch erwachsene Menschen und Sie wissen, ohne Geld kann man kein Geld verdienen, ja? Doch, ohne Geld kann man schon Geld verdienen. Ja, dann müssen Sie, mein Gott, ohne Arsch, ohne Geld kann man keine Geld verdienen, ja? Doch, indem ich zur Arbeit gehe, da brauche ich ja auch kein Geld mitbringen. Auf der Arbeit, ja. Wenn Sie auf der Arbeit gehen, ja, Sie müssen dafür arbeiten. Jetzt richtig auf Deutsch gesagt, Sie mussten zu Ihrem Chef deine Arsch geben. Nö. 8 Stunden lang, direkt, ohne Kondom, kriegst du im Arsch. So. Nö. Und bei uns, ich weiß ja nicht, wie das bei euch auf Arbeit läuft, aber bei uns läuft das so nicht. Ja, sag mal jetzt ganz ehrlich, wie lange bist du zum Chefzimmer reingegangen? Gar nicht. Also, weil ich habe keinen Chef über mir. Nee? Kennst du überhaupt keinen Chef? Vielleicht das war der Dienstleister oder Abteilungsleiter. Brauche ich nicht. Ja, so ist das im Leben. Ne? Wenn du auf die Arbeit nicht richtig drauf hast, kriegst du auch gar nichts davon. Ja, und warum arbeitest du jetzt noch, wenn du so ein System da hast? Dann kannst du doch da investieren und müsstest doch keine Leute anrufen, oder? Doch, ich muss Leute anrufen, damit ich noch mehr verdienen kann. Was meinst du, was ich hier gemacht habe, damit habe ich schon mal
was ausgegeben, im Urlaub gefahren, Haus gekauft, Auto gekauft, ich brauche doch Geld, oder? Ja, aber dann kann man doch einfach weiter Geld in das System da stecken und dann braucht man doch nicht arbeiten gehen. Ja, ich stecke doch ins System Geld rein, aber ich habe nur einen Namen und Vorname. Wegen Steuerannahme, ich brauche ja Kunde, welche Geld verdienen. Mhm. Und dann auch meine Provision erwirtschaften kann. Ja, aber du hast mir doch gerade erklärt, dass das schlecht ist, arbeiten zu gehen. Und warum machst du das dann noch? Kommt drauf an, wo du arbeitest. Arbeit, wo du arbeitest, ja? Stehst du um 6 auf? No? Nö, ich stehe um 12 auf. Ja, okay, um 12. Dann arbeitest du im Spätschicht. Was Nö. Machst du im Gastronomie-Koch oder was arbeitest du? Ich arbeite selbstständig zu Hause. Also ich habe keinen Chef, ich muss keinen den Arsch lecken und... Ja. Selbstständig zu Hause. Ja. Welche Arbeit machst du da? Welche Arbeit ich da mache? Ja. Ja, ich programmiere. Was denn? Was programmieren? Ja, CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme. Ja, okay, gut, schön. Verdienst du bestimmt damit. Und nur wenn du noch mehr verdienen kannst, jetzt ist gerade Möglichkeit. Sie haben ja selber angemeldet. Sie haben die Daten selber eingegeben, nicht ich? Ja. Okay, dann sag mal jetzt ganz ehrlich, was machen wir jetzt, Herr Gerold? Wollen Sie mit uns Geld verdienen oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also bis jetzt klingt das ja noch nicht so überzeugend. Ja, was möchten Sie genau wissen? Sie irgendwie... Ich habe mich gefühlt, dass Sie über diese Sache nicht seriös sind. Hm. Weiß ich nicht, also. Ja. Und ich möchte denke, Ihnen auch... Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wie ist denn eure Lizenznummer? Unsere Lizenznummer? Ja. Okay, das haben wir ja. Das steht auf unserer Webseite. Ja, und wo genau? Ja, sag ich dir. Ja. So, ja, wenn du hier beim Kontakt draufklickst, auf ja. Kontakt. Was hat denn die Lizenznummer mit Kontakt zu tun? Mal davon abgesehen, dass dieses Wort Kontakt hier gar nicht zum Anklicken steht. Ja, erst einmal steht hier, wo Startseite, Premium-Paket, Erstattungsrichtlinie und da steht Kontakt. Kontakt heißt unsere Adresse, unsere Sitzplätze, wo Firma lizenziert ist und so weiter. Ja, und wo steht das? Ja, wenn Sie ein bisschen unten scrollen, da haben Sie unten unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse, ja, unsere Sitz und so weiter. Ja, und wo ist die Regulation-ID? Regulation-ID, alles ist da, hier ist. Ja, wo denn? Haben Sie unten. Ja, wenn ich weiter runter scrolle, kommt die Nummer ja trotzdem nicht. Ja, wenn Sie ein bisschen unten scrollen, steht hier da. Ja, wo denn? Wo ist denn die Nummer? Dann müsste sie doch jetzt ja auch zu finden sein, aber ich sehe keine. Ja, ja, natürlich. Sie haben es vollkommen recht. So, wenn Sie hier... Bereich. So, mein Konto. Datenschutzerklärung. AG. Erstattungsrichtlinie. AG. Klicken Sie auf AG. AGB. Ja, bei der also mal davon abgesehen, dass das bei den AGB rein rechtlich gar nicht drinstehen kann, steht die Nummer aber auch nicht in euren AGBs drin. Da scroll ich auch gerade durch und ich finde keine Regulation-ID. Die steht auch da nicht drin. Ach so, Regulation-ID. Ja. Warte mal, ich frage hier. Ja, genau. Da bin ich immer gespannt. So, warten Sie ganz kurz. Ich frage jetzt meinen Chef. Mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Der sagt bestimmt, du sollst auflegen. So, ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Ja. So, unsere Lizenz war... Ja, ich bin ganz Ohr. Ja, sehen Sie hier bei uns. Ja, wo denn? Auf unserer Webseite, ganz unten. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Da ganz unten, junge Mann. Ja, wo denn? Es steht hier nichts. Also ich bin jetzt so weit unten, dass da unten Urheberrecht @2021 steht. Macht man eigentlich mit einem Copyright-Zeichen, aber naja. So, und wo steht jetzt die Nummer? Ja, findest du jetzt lustig, oder was? Ja, ich finde die auch sehr lustig. Vergangenes Jahr war stehen da dran. Aber jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, wir sind reguliert. Ja gut, aber wenn ihr reguliert werdet, dann müsste das auf der Webseite stehen. Das ist ja Pflicht.
Ja, steht hier auf der Seite. Ich weiß es nicht, warum. Hier, die Telefonnummer, sehen Sie? Ja, die Telefonnummer hat ja damit nichts zu tun. Also ihr wisst schon, dass das strafbar ist, wenn man da nicht drauf ist, ne? Also wenn die Nummer da nicht beisteht. Das ist von der Börsenaufsicht, ist das definitiv so nicht gewollt. Ja, warte mal. Tja, gerade wolltest du mir noch erklären, wie seriös ihr seid und jetzt habt ihr nicht mal eine Regulation-ID. Okay, warte, ich melde mich dann bei dir ein paar Stunden noch. Ja, das ist ja ganz sicher, dass das nicht passiert. Warum nicht passiert? Ja, weil kein Betrüger nochmal zurückruft. Das ist doch klar. Warum beleidigst du mich zurück? Du bist ja selber Betrüger. Tja, damit bestätigst du ja jetzt eigentlich gerade wieder, dass ich recht habe mit deinem Ausraster. Ja, du beleidigst mich jetzt gerade. Du kriegst hier eine Anzeige. Ja, das wäre gut, wenn du mich anzeigst, weil dann hätte ich deine Daten und dann könnte ich das zurückverfolgen. Du sitzt einfach am Internet surfen. Du hast keine andere Situation, wo ich sei. Aber du weißt schon, dass du mit deinem jetzigen Verhalten den Betrug eigentlich bestätigst. Das ist mir scheißegal, was ich bestätige. Wenn ich mich im Betrug bestätige, du bestätigst mich als Idiot. Welcher ist besser? Ja, und warum rastet man da gleich so aus? Wenn der Verstand aussetzt, dann geht's grün los, oder wie? Ich raste gar nicht aus. Du bist genau meine Zielgruppe. Ja. Ja? Du kommst nächsten Monat wieder bei mir. Ja, das kann ja sein. Dann bist du nächsten Monat nochmal auf YouTube. Doch? Musst du machen. Ja. Weil du hast keine anderes zu tun. Ich raste gar nicht aus. Ich frage mich jetzt, wo die ganze scheiße Idioten hier kommt heute bei mir. Tja, weiß ich nicht. Am Leitung. Tja. Ich habe nicht mit anständigen Menschen den ganzen Tag heute gesprochen. Ja gut, das könnte vielleicht daran liegen, dass eure ganze Firma nicht anständig ist. Das weiß ich, dass meine Firma auch nicht anständig ist. Naja, und warum arbeitest du denn da noch? Weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ja, aber man kann sich doch eine andere Arbeit suchen. Wo denn? Was denn? Ich darf nicht. Ich bin Gefangene hier in dieser Firma. Ja, das so wirkt das auch, ja. Ja, ich kann nicht, glaubst du mir, ich kann nicht irgendwo anders zu gehen. Tja. So, und außerdem, du bist der einzige Mensch, mit dem ich 17 Minuten heute gesprochen habe. Und du bist auch Idiot, was soll ich machen? Tja, dir einen anständigen Job suchen, dann hättest du das Problem nicht mehr. Was für ein anständiger Job? Ja, keine Ahnung, gib mal halt putzen oder was weiß ich. Ja, putzen krieg ich ja scheiße 50 Euro pro Tag. Was soll ich damit anfangen? Ja, gut, ich habe. Kommt halt immer drauf an, in welchem Land man ist, ne? Also ich meine. Ich habe in Baustelle gearbeitet. Ja, aber das ist doch zum Beispiel seriös. Baustelle ist doch seriös. Warum muss man dann. Ja, ich habe Geld bekommen, ganzen Monat 1500 Euro. Was soll ich damit anfangen? Ich muss meine Steuer bezahlen, ich muss meine Kinder bezahlen, ich muss meine Ex-Frau bezahlen. Scheiße, die Frau. Ja, aber deswegen muss man doch keinen betrügerischen Job machen. Ich muss die Steuerversicherung bezahlen. So viele Kosten. Aber es ist doch alles keine Ausrede, um dann Menschen zu betrügen. Nein, ich betrüge zu keine, glaubst du mir. Naja doch, das ist ja so. Ihr habt keine Lizenznummer, wenn man bei euch Geld einzahlt, ist es weg. Das ist mir scheißegal, was mein Chef damit macht. Ich betrüge keine Menschen. Ich verkaufe Bildungspaket und damit verdiene ich meine Gehalt. Ja, das ist halt nicht wahr. Das ist ja, entspricht ja nicht den Tatsachen. Das ist ja Wahrheit. Ja, das ist vielleicht die Wahrheit, die man euch da erzählt, aber die echte Wahrheit ist, dass die Firma Menschen abzockt, dass da nichts passiert mit dem Geld, was ich da investiere. Die Kohle ist dann weg. Ich weiß es nicht. Glaubst du mir? Hier bei mir investieren Menschen Geld, um weitere Bildung zu bekommen, um Finanzmarkt Geld zu verdienen. Ja, aber genauso ist es doch nicht. Das hat mein Chef gesagt. Ja, aber nur weil der Chef das sagt, heißt das ja noch lange nicht, dass das so stimmt. Meinst du, dass mein Chef bescheuert ist? Ja, das weiß ich. Sonst würde er nicht so eine Firma betreiben, richtig? Ja, denke ich mir auch. Okay, alles klar, junge Mann. Ja? Viel Spaß, viel Erfolg und ich sende dir per E-Mail meine Lizenznummer, gell? Ja, die es sowieso nicht gibt. Das ist ja das Problem. Wie jung bist du eigentlich? Ja, den meisten erzähle ich wäre 29. Ich meine, das ist genauso echt wie dein Name, ne? Ja, hast du auch recht, aber deine Stimme klingt ja verdammt jung.
Ja, so irgendwo da so ringsrum bewege ich mich schon, aber ich meine, wir sind ja hier auf YouTube, da ich gebe ja meine Daten auch nicht an. Wie bist also. Du? Warte mal ganz kurz. Wie bist du? Erklär mal eigentlich, ich möchte auch gerne wissen. Wie bist du überhaupt an uns gekommen jetzt? Wo hast du geklickt? Was haben Sie registriert? Ja, hier war so eine Werbung mit Höhle der Löwen. Die Webseite wird ja mittlerweile von der Polizei in Deutschland auch verfolgt. Aber aha. Es gibt ja hier tausende neue Links davon, immer wieder mit einer anderen Domain. Ist ja wie eine solche. Ja, das sowieso. Höhle der Löwen und dann das hast du in Facebook gesehen, in YouTube oder wo war das? Nö, das kam jetzt hier tatsächlich mal per E-Mail. Aber auf Facebook gibt's das auch, ja. Aha, per E-Mail haben Sie bekommen. Und erster Klick geöffnet, werden Sie Millionär in einer Stunde oder was war da drin? Ja, so im übertragenen Sinne steht da drin, ja. Also schon von vornherein unglaubwürdig, dass man eben auch weiß, was danach für einer anruft. Aha, okay. Hast du gedacht, dass du damit Millionär werdest, ne? Nö, dann ich habe gedacht, mich wird jemand anrufen und mir wieder irgendeinen Scheiß erzählen. Und so. Genauso ist es ja auch eingetroffen. Das war eigentlich. Guck mal jetzt, was für eine schöne Sache gemacht hast. Ich habe meinen Job durchgeführt. Mhm. Ja. Du hast deine Interesse auch erfüllt. Ja. Und dann, was haben die am Ende Ergebnis? Gar nicht. Naja, es kommt halt drauf an welchem Ende man vom Telefon sitzt. Ihr habt jetzt natürlich nichts verdient. Ich verdiene dann mit Werbung Geld. Ich meine, sind wir noch nicht ganz so weit, aber vielleicht bald. Mit welcher Werbung verdienen Sie Geld? Ja, YouTube-Werbeeinnahmen. Aha, okay, was machst du da? YouTube? Ja, ich lade den ganzen Bums hier hoch. Ach so, auf YouTube. Ja. Das war meine Stimme. Ja. Gott, meine Stimme, wie schön, mein Gott, ey. Das kann man nicht anders vorstellen, ne? Ja. Ich meine, okay. Letztendlich können wir ja damit ganz viele Leute aufklären, damit die eben nicht auf eure Masche da reinfallen. Nein, glaubst du mir, du bist ja voll Idiot. Ja, das ist gar nicht. Ich habe jetzt 22 Minuten mit dir gesprochen und während dieser Zeit habe ich mich Gehalt bekommen. Und, was hast du gemacht? Du hast deine wertvolle Zeit verloren und du bist so voll Idiot, du denkst, mit unserem Gespräch gehst du in YouTube und dann bekommst du davon Gehalt. Was für ein Idiot bist du. Lieber hier investieren. Wenigstens kannst du dich verarschen. Ja, wenn ich da bei euch investiere, dann weißt du, dass da nichts bei rauskommt. Ich meine, weißt du, was ich damit erreicht habe? Du konntest in der gesamten Zeit niemanden anderen betrügen. Nein, glaubst du mir, ich habe genug betrogen heute. Ja. Guck mal, während unserer Gespräch, ja, du verlierst deine Zeit. Nö, ich mache ja nebenbei einen Haushalt, also von daher, Zeit verliere ich dabei nicht. Ich meine, währenddessen ich euch vorgaukel, dass ich eure Webseite besuche, kann ich die Waschmaschine machen, ich kann die Wäsche waschen, ich kann, was weiß ich, bügeln. Bist du zu Hause? Ja. Ich sag ja, ich arbeite von zu Hause und das stört mich nicht. Ich kann das trennen und timen. Ne? Also, das ist bei mir kein Problem. Okay, bist du jetzt immer noch alleine zu Hause? Lieber mit einer Freundin oder mit einer Frau zu Hause zu sein? Wie lange musst du alleine putzen, alleine bugeln? Ich weiß jetzt nicht, was das mit Putzen zu tun hat. Ja, putzen, alleine zu Hause zu sitzen, ja, putzen. Putzen und ist ja keine Frauenarbeit. Das macht jeder in Deutschland. Ja, jede, ja, ich weiß. Die Frauen gehen draußen, Party machen und Männer sitzen zu Hause und putzen. Viel Spaß damit, du voll wie Idiot. Tja. Lieber draußen zu sein, männliche Arbeit zu machen oder zu Hause sitzen und putzen. Ja, was hat denn das mit männlicher Arbeit zu tun? Ich meine, wenn ich zu Hause sitze und nebenbei meine Arbeit mache, das kann man ja alles timen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt das Problem ist. Was für Probleme? Es gibt keine Probleme. Wir sprechen hier zu mir Leben, dass du ein uninteressantes Leben hast. Du das hast ein Fremde am Telefon nur für 20 Minuten. Ja. Und der Fremde, derjenige, der nette Mann, verdient damit Geld. Ja, ich verdiene damit ja auch Geld, also von daher ist es ja kein Problem. Wie verdienst du damit Geld, mein Gott, wenn ich meine Stimme nochmal zuhöre?
will ich Gerät kaputt machen und du willst meine Stimme in YouTube stellen. Ja. Was meinst du, gibt es hier zweite Idiot, welche meine Stimme nochmal 25 Minuten zu hören möchte, außer dir? Naja, also ich denke schon, ja, ich würde die Leute jetzt nicht unbedingt als Idioten bezeichnen, aber da gibt es eine Menge, ja, die da gerne abends zuhören. Jeden Tag um 20 Uhr ein neues Video. Wie Fernsehen gucken. Neues Video, jeden Tag. Wie kann ich hier deine Video gucken? Gib mal bitte deine Adresse. Wie kann ich jetzt deine Video gucken? Eine nee. Video, sag mal. Das weiß ich dir bestimmt nicht. Das kannst du selbst rausfinden. Warum? Wie kann ich das selbst rausfinden? Du musst mir sagen, welche Video gehört dir? Ne? Wenn du gleiche, ähnliche Video hast, was du jetzt von mir gerne machen würdest, ja, vielleicht hast du schon eins davon. So finde ich mich auch sehr interessant. Vielleicht werde ich diesen Job aufhören. Ja, das wäre schön, aber wenn du das machst, aber dazu brauchst du, glaube ich, nicht die YouTube-Videos. Ich meine, ich habe dir ja schon alles dazu gesagt. Ich möchte einfach wissen, wo diese YouTube-Videos. Ja, sage ich aber nicht. Das kannst du selbst vielleicht rausfinden, aber sagen werde ich dir das nicht. Wieso? Was soll ich hier schreiben? Betrug am Telefon oder was? Was soll ich hier eingeben? Ja, sowas zum Beispiel. Da wirst du bestimmt schon irgendwas finden, ja. Betrüger am Telefon. So. Was kriege ich hier als Ergebnis? Unbekannter Anruf. Darum sollten Sie niemals... Okay, das Betrüger... Kevin verschreibt am Telefon. Gibt's mögliche hier? Ah, zum Beispiel, ich klicke eins hier. Guck mal, die nette Dame mit Telefon. Ja, aber ich möchte gerne YouTube-Videos sehen. Ja, dann musst du dir das alles durchhören. Irgendwann wirst du schon auf den passenden Kanal treffen. So, nee, wie gibst du mir einfach? Wie soll ich das gucken? Nee, das, so machen wir das nicht. So läuft das nicht. Ja, warum willst du das? Eine Video sagst du mir. Was hast du hier gestellt? Meine Stimme zum Beispiel. Ja. Ja, was soll ich eingeben? Ja, gib irgendwas ein. Also, du wirst schon irgendwann die passenden Videos finden, wenn du lange genug suchst. Aber ich werde dir dabei bestimmt nicht helfen. Warum? Hast du Angst? Nö, das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist reiner Selbstschutz. Ja, Abzocker. Hier steht Abzocker. Ja. Bam, bam, fängt schon an. Bist du schon mal abgezockt worden? Nee, und du? Nee, noch nicht. Na, dann wird's mal Zeit. Du bist vom Leben abgezockt. Wie würdest denn du das finden, wenn dich jemand betrügt und dir Geld klaut? Aber nee, es gibt keine Möglichkeit, weil ich habe auf der Welt gelernt, man muss eine Lobe sein. Ja, aber es gibt für jeden Menschen den passenden Betrüger, der es schafft, jemanden abzuziehen. Ich meine, mit der Methode arbeitet ihr ja. Es gibt so ein Sprichwort dafür. Menschen, die gefickt werden sollen, die müssen gefickt werden. Verstehst du? Idioten müssen gefickt werden. Lauchen nicht auf der Welt zu sein. Du bist ja schlau geboren, verdienst du deine schöne Platte auf der Welt. Wenn du Idiot geboren bist, bist du jedes Mal gefickt, wie du zum Beispiel. Ja, das sehe ich anders, aber kann ja deine Meinung bleiben. Ja, alles klar. Ja. So, na, viel Spaß. Bestimmt hast du 28 meine Minute, meine Stimme. Ja, jetzt können wir auch die 30 Minuten noch voll machen. Jetzt ist ja bis noch eine Minute über. Nein, eine Minute. Dann am Ende, zum Schluss kommst du Hilfe. Am Ende, immer. Ja, möchtest du noch jemanden grüßen? Wer soll ich grüßen? Ja, weiß ich nicht. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Nein, ich soll keine grüßen. Ja. Du kannst gerne mich am Arsch lecken mit deinen Videos, mit deinen Gesprächen und viel Spaß damit, ja? Ja gut, aber vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Und das Glöckchen. So. Das Glöckchen ist wichtig. Ja. Glaubst du mir, wenn jemand sowas sucht, ist schon mal bei mir falsch, ja? Schade. Das brauche ich nicht. Ich suche die Menschen, die solche dumme Fragen nicht stellen, was du mir gestellt hast. Dann habe ich meine Ziele erreicht. Okay. Du verstehst mich, gell? Tschüss. Alles klar. Tüdelü. Hallo, spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen? Jo. Richtig? Ja.
Hallo, es geht um Handel mit Bitcoin. Ja, hier spricht Leo Paulus von der Handelsplattform. Leo Paulus? Genau. Okay. Von der Handelsplattform. Jo. Ja. Ja, weiter so. Jetzt? Ja. Ja, sie haben ihre Daten bei uns gelassen. Das war Profession. Jo. Ist das für Sie aktuell, oder? Weiß ich nicht. Wann habe ich denn die hinterlassen, die Daten? Ich weiß ja gar nicht, von welcher Seite ihr anruft. Vor 2 Tagen. Und wie heißt die Seite? Level Trade. Handelsplattform. Saga Trade. Level Trade. Ach, Level Trade. Ja, da gibt es ja so viele Seiten. Jo, kann sein. Ja, und ist das für Sie aktuell immer noch, oder? No, denke mal, wenn es vor 2 Tagen war, dann ist es ja noch nicht so alt. Kann man noch als aktuell bezeichnen. Also. Jo. Ja, und wir können das schon heute machen. Oh, das ist aber prima. Hm? Ja, und deshalb frage ich... Aber können wir da mal die Musik im Hintergrund ausmachen, weil da versteht man kaum was. Ah, das ist nicht meine Musik. Naja, dann geh mal zu dem, der die anhat und sag dem ausmachen. Weil das stört ja. Weil dann können wir ja hier nicht vernünftig arbeiten, wenn da von einem anderen die ganze Zeit Musik läuft da. Aber es ist eine normale Situation, oder? Ja, normal wäre ohne Musik, denke ich. Wenn es um Finanzgeschäfte geht. Aber es gibt viele Büro, ja, verstehen Sie? Ja, ja, es gibt viele Büro, ja. Manchmal ist das auch normal. Nö, Musik ist nicht normal am Telefon. Also in der Warteschleife vielleicht schon, aber nicht, wenn man mit Bankgeschäften redet. Also, das ist das Problem, oder? Jo. Okay, verstanden. Na dann, umsetzen. Also, wie bitte? Nach verstanden kommt Umsetzung. Aber ich kann das nicht machen, verstehen Sie? Doch, das kannst du. Einfach hingehen, sagen, ey Kumpel, mach mal Musik aus, das stört meinen Kunden hier, und dann kann man die Musik ausmachen. Okay. So ist besser, oder? Nein, kein Stück. Okay. Tja. Ciao. Jo, so kann man nicht ins Geschäft. Wunderschönen guten Tag, Herr Steiner. Mm. Hier ist Roger Hansen. Wie geht es Ihnen heute? Jo. Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Sie wollten ja wahrscheinlich einen Coinbase- oder Krypto-Konto haben, oder? Warum? Ach, keine Ahnung. Ich habe Ihren Telefonnummer gekriegt. Sie haben wahrscheinlich mal auf einem Programm für Krypto, für Bitcoin vielleicht, oder? Kann es sein, dass Sie eventuell einer von den Trading-Betrügern sind? Nein, absolut nicht. Aha. Ja, dann sagen Sie mir mal als allererstes gleich Ihre Lizenznummer. Alles klar, dann. Lizenznummer? Okay, Lizenznummer, ciao, ciao. Betrüger. Guten Tag, hier ist der Kundenservice von Aritrade. Sie haben ein Konto bei uns eröffnet, das konnte leider noch nicht verifiziert werden. Aha. Wenn Sie mit dem Traden beginnen möchten, müsste das Konto verifiziert werden. Aha, okay. Sind Sie grundsätzlich am Traden interessiert? Da würde ich Sie gerne bitten, dass Sie dann Dokumente hochladen, weil Sie vorher keine Einzahlung tätigen könnten. Mhm. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufe an aus Bulgarien. Aus Bulgarien? Unser Kundenservice ist in Bulgarien, ja. Aha, okay. Ja, und wann habe ich mich da angemeldet? Das war am 2.10.2021. Mhm, okay, ja. Ich rufe an für Arbitrade. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Da müssen Sie über das Arbitrade-Konto einen Ausweis hochladen und einen Adressnachweis. Ja, und denn? Wenn das beides gültig ist, kann das Konto verifiziert werden und dann können Sie auch eine Einzahlung tätigen. Und sobald die Einzahlung gut geschrieben ist, können Sie natürlich dann auch anfangen zu traden. Mhm. Und was ist jetzt der Grund des Anrufs? Ich würde Sie gerne bitten, dass Sie die Dokumente hochladen, wenn Sie mit uns traden möchten. Nö, ich handle mit Betrügern nicht. Okay, kein Problem. Wir sind reguliert.
wenn Sie das Konto schließen möchten, würde ich Sie bitten, dass Sie uns schriftlich kontaktieren per E-Mail oder per Chat, sodass das Konto geschlossen werden kann. Nö. Ihr seid nicht reguliert. Okay. Wir sind reguliert, aber wenn Sie der Meinung sind, möchte ich Sie auch nicht weiter belästigen. Ja, bei wem sind Sie denn reguliert? Und wie ist die Nummer? Die Nummer können Sie auf unserer Webseite gerne nachschauen. Ja, habe ich schon. Die existiert bei überhaupt niemandem. Die Nummer ist fake. Wir sind von der irischen Zentralbank reguliert. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Bullshit. Ihr seid Betrüger und Abzocker, mehr nicht. Tja. Okay, gut, wenn Sie der Meinung sind, dass ich bin nicht der Meinung, ich bin der Überzeugung, dass es so ist. Okay, einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen nicht. Auf Wiederhören. Nee. Guten Tag. Spreche ich mit Herr Erejet? Ja. Herr Erejet, geht zu einem Apparat vom Finanzmarkt. Ich habe Ihre Daten bekommen und bei mir steht, dass Sie haben Interesse an Online-Handel geäußert. Ist das richtig? Ja, kann ja sein, ja. Ich möchte einfach fragen, ob Sie haben Erfahrung in diesem Bereich. Ja, nee, habe ich nicht. Keine Erfahrung, ja? Nö. Okay, sehr gut. Wir können Sie einfach ein Fake-Plattform anbieten. Warum ist es gut, dass ich keine Erfahrung habe? Wenn Sie haben Erfahrung, dann ist es auch gut. Sagen Sie mir bitte, wie ist Ihre Erfahrung? Ja, habe ich ja gesagt, ich habe keine Erfahrung. Und Sie haben dann gesagt, das ist gut. Warum ist es gut, dass ich keine Erfahrung habe? Ist das nicht eigentlich schlecht? Nein, wir haben zwei Möglichkeiten, zum Beispiel Ihre Handelskonto zu aktivieren. Wir können anbieten, Sie ein Fängeskonto oder professionelles Konto. Ja, deswegen habe ich gefragt, welche Konto kann ich Ihnen anbieten, ja? Ja, ich nehme das professionelle Konto. Bitte? Professionelle Konto möchten Sie? So einfach einschalten bei uns? Was? Also Sie brauchen mich. Die Leitung ist irgendwie kaputt. Ich höre Sie kaum. Bitte? Ja, Sie sind immer weg. Ja, nein, ich nicht. Ich höre sehr schlecht Ihre Stimme und für den Grund höre ich Stimme, etwas schlechte Stimme. Ja, keine Ahnung, bei euch ist die Leitung irgendwie... Arbeiten Sie, oder? Okay, dann sagen Sie mir bitte, womit haben Sie schon gehandelt? Wenn Sie möchten professionelle Konto, ja, dann können Sie ja einfach wissen, was für eine Erfahrung haben Sie. Womit möchten Sie genau handeln? Weiß ich nicht, was kann man denn so bei euch handeln? Gehen da auch Seitenstrümpfchen oder kleine Schlüpferchen oder so? Herr Erejet, wissen Sie, wir können einfach Kryptosignale geben Sie, ja? Ach so, bekommen ja. Sie von. Ja, dann nehmen wir sowas, wenn es nicht anders geht, ja. Wie alt sind Sie, Herr Erejet, wenn ich fragen darf? Ich bin 29 und Sie? Ich dachte, dass Sie 18 Jahre alt sind, deswegen. Ach so, dann darf ich nicht mehr mitmachen, oder was? Ja, bin ich zu alt? Bis 18 Jahre ist nicht, haben Sie keine Erlaubnis. Ja, nee, bin ich ja nicht. Die nicht da. Okay, deswegen. Okay. Wenn Sie beim Computer sind, ich möchte Ihnen zeigen, unsere professionelle Konto, unsere professionelle Plattform. Ja, habe ich ja gesagt, nehme ich. Bitte? Ja, habe ich ja gesagt, das nehme ich. Ich habe es nicht so gut verstanden, was möchten Sie genau? Sagen Sie mir bitte, genau, was möchten Sie? Ja, das frage ich Sie. Bitte? Das frage ich Sie. Wenn Sie möchten bei uns Ihre professionelle Handelskonto aktivieren, brauchen Sie minimale Betrag 1000 Euro. Ach ja, möchten das ist Sie? Natürlich ein ganz minimaler Betrag, ja. Ja, okay. Womit möchten Sie diese Handelskonto aktivieren? Womit ich das Handelskonto aktivieren möchte? Ja. Benutzen Sie Visa oder Mastercard oder machen Sie es mit Online-Banking? Klarna Überweisung. Ja, muss man denn da Visa nehmen oder geht da auch hier zum Beispiel so eine JBC-Karte? Oder eine Discover? Wenn Sie Visa benutzen, das ist lieber. Weil auf diese Visa-Karte bekommen Sie diese Profite in Zukunft, ja? Wie auf die Visa-Karte? Da kann man sich doch nichts drauf auszahlen lassen. Das ist doch eine Kreditkarte. Sie können.
Ja, Kreditkarte. Sie können jederzeit auszahlen, Ihre Gewinne, Ihre Profite einfach. Ja, aber aufs Bankkonto, nicht auf die Kreditkarte. Sie haben ein Bankkonto und keine Kreditkarte, oder? Ja, das habe ich nicht gesagt, aber weiß ich nicht. Ich höre Sie sehr schlecht. Ich glaube, das mit dem Hören ist nicht das Problem. Ich glaube einfach, die Intelligenz ist das Problem. Ja, siehst du? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe kein Wort. Hallo? Die scheiß Yalla-Yalla-Musik im Hintergrund ist so laut, ich verstehe gar nicht. Hallo? Musik aus. Hören Sie mich jetzt? Nee, Musik aus. Okay, noch einmal. Sofort die Musik aus. Okay. Oh ja. Hören Sie mich jetzt? Nee, scheiß Musik im Hintergrund. Ausmachen, sofort. Ja, also. Ist das besser jetzt? Ich sagte, du sollst die verdreckte Scheißmusik ausmachen, oder kriegst du das in dein Gehirn nicht rein? Musik okay. Aus. Okay, also. Haben Sie WhatsApp hier diese Nummer? Ich sagte, du sollst deine scheiß verfickte Musik ausschalten. Jetzt! Also, ja, ich will das machen, ja. Kein Problem, ja. Sofort. Hallo, grüßen Sie. Alexa Nilsson ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Lümmelschütchen? Ja, ist dran. Wie geht's Ihnen zuerst? Ja, ganz gut soweit, ja. Und selbst? Vielen Dank, mir auch. Es freut mich sehr. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Ich habe Ihre Daten gerade bekommen. Sie müssen handeln, oder? Ja. Könnten Sie meinen Namen nochmal vorlesen? Ich habe den Namen Gerold Lümmeltütchen. Ah, okay. Ja, genau. Dann sind Sie richtig. Gerold Lümmeltütchen, ja. Ja, ich. Sie kennen es besser. Ja, und wie ich verstehe, Sie haben Interesse auf Finanzmarkt, ja? Haben Sie schon irgendeine Erfahrung oder ist das erstes Versuch in diesem Bereich? Ja, ich habe neulich erst benutzte Schlüpferchen auf eBay verkauft. eBay verkaufen meinen Sie, oder? Ja. Aber es ist etwas anderes, Sie wissen schon. Auf was ich werde anderes? Jetzt Ihnen ganz kurz erklären, wie es bei uns läuft, ja? Ja. Okay. Sie benötigen 250 Euro, das ist Mindestbetrag, um Ihre Handelskonto zu aktivieren. Aha. Und dazu, Sie bekommen von uns zwei große Vorteile. Erster ist Ihre persönliche Finanzberater und wow. Ein Autotrader. Oh, das ist ja cool. Wissen Sie, was Autotrader ist, ja? Ein neues Auto? Nein, es ist ein Smart-Roboter, der automatisch auf dem Markt handelt. Sie benötigen kein Zeit und kein Wissen davor. Also das ist wie mit meinem Smart Home. Das habe ich auch bloß in eine Wohnung geschmissen und dann hat es funktioniert. Nein. Es ist Smart Roboter. Wissen Sie, es ist Digital Roboter, welche automatisch handeln. Okay. Ja, wenn Sie das sagen, aber das kann klappen. Es ist für Zeit sparen und... Ja, okay. So, haben Sie schon Handelsschulen aufgebaut? Mit wem möchten Sie handeln, oder? Noch nicht. Was habe ich mit Handeln? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Wissen Sie schon, womit möchten Sie handeln? Mit Öl oder mit Kryptowährungen, oder? Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Was ist denn da so am sinnvollsten? Ich meine, da kann man ja auch mal was machen, was sonst keiner so hat, ne? Vielleicht. Mit was kann man denn so handeln? Es ist verschiedene Möglichkeiten. Aber zuerst, Sie brauchen Handelskonto, ja? Ja. Okay, haben Sie Computerzugriff? Ich kann Ihnen helfen, dieses Handelskonto zu aktivieren. Einen Computerzugriff, ja, das ist neu. Das haben wir, den haben wir in der Nähe, ja? Soll ich den mal anschalten? Ja, bitte. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal den Computer anschalten. So, jetzt fährt er erstmal hoch. Ja, und was gibt's sonst noch so Neues auf dem Handelsmarkt? Ha?
Hallo. Hallo? 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 Ja? Guten Tag, können Sie meine Stimme hören? Nee, die Musik ist zu laut. Okay, Moment. Jetzt ist besser? Jetzt ist besser? Ja, minimal, ja. Okay. Hier ist Eisensteiger, Nadia Schmidt ist mein Name. Ich grüße Sie noch einmal. Wie geht es Ihnen heute? Nicht gut. Warum? Was ist bei Ihnen passiert? Haben Sie Gesundheitsprobleme, finanzielle Probleme? Oder wo ist das Problem? Ja, ich war hatte heute noch einen Stuhlgang. Oh, ja, aber das müssen Sie mir nicht sagen, ja? Das ist privat und das so. Geht Ihnen ja nicht mehr. Ja, aber Sie haben doch gefragt. Ja, aber das habe ich Ihnen natürlich nicht gefragt, ja? Doch. Wie alt sind Sie, wenn ich sagen darf, bitte? Warum wollen Sie denn das jetzt wissen? Sie rufen hier an, fragen nach meinem Stuhlgang und dann auch noch, wie alt ich bin. Was soll denn das? Was wollen Sie denn eigentlich? Das habe ich Ihnen nicht gesagt. Sie sagen mir das und sowas, dass man nicht mit... Ja, aber Sie haben mich doch gefragt, wie es mir geht und ich habe ehrlich geantwortet. Okay, kein Problem. Ich nehme das als Beleidigung. Ich nehme das nicht. Okay, also sagen Sie mir, haben Sie Interesse natürlich, Ihre finanzielle Einkommen zu verbessern, Geld zu verdienen? Was ist Ihre finanzielle Ziel pro Monat? Ja, in dem Schreibchen kann man ja immer gerne mal drehen. Das ist ja nicht verkehrt, ja. Was meinen Sie damit? Ja, ich sage, an dem Schreibchen kann man doch immer mal drehen. Ist doch nicht verkehrt. Also bitte, seien Sie einfach ehrlich mit mir und stecken Sie seriös, ja? Also ich habe Ihre Portfolios bekommen heute, Ihr Seitenschneider, und die haben einfach Interesse geäußert, auf den Finanzmarkt zu handeln, Geld verdienen. Sagen Sie mir, was ist Ihr finanzielles Ziel? Was suchen Sie hier? Ja, aber warum beleidigen Sie mich die ganze Zeit? Was soll denn das eigentlich? Ich beleidige Sie nicht. Doch, Sie beleidigen mich am laufenden Band. Sie sind ganz schön unhöflich. Haben Sie da jemanden bei sich in der Firma, der ein bisschen netter ist? Weil Sie sind scheiße. Moment bitte. Mhm. Also, Sie dürfen nicht mich beleidigen. Machen Sie ja, doch mit mir Respekt. Auch. Bitte? Machen Sie doch mit mir auch. Geben Sie mir mal irgendwie einen anständigen Mitarbeiter. Warum? Ja, weil Sie ja nicht mit mir höflich reden. Ich bin ja hier der Kunde und Sie müssen mir den Arsch lecken. Jetzt hör mir zu, du sollst gehen und Arsch lecken an deine Mutter. Hast du mich verstanden, du Arschloch? Was sind denn Sie für ein Rüpel? Hallo? Jo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiners. Hören Sie mich? Ja. Hier ist Julia Schmidt. Ich rufe Ihnen wegen Ihrer aktiven Santos-Konto, wo Sie Profit haben. Haben Sie kurz Zeit, damit wir besser darüber sprechen können? Ich habe Zeit. Ja, was denn für ein Handelskonto? Da habe ich Profit drauf? Ja. Also ja, wie viel denn? Wie bitte? Wie viel Profit habe ich denn da drauf? Also, Herr Steiners, Sie haben Interesse am Bitcoin-Handel geäußert. Ja? Nach Ihrer Registration unsere Autotrader automatisch gestartet und deswegen unter Ihrem Namen in diesem Moment steht Profit 400 Euro. Und haben Sie Möglichkeit, mit diesem Startkapital weiterhandeln und mehr Geld zu profitieren, ja? Aha, ja gut. Mhm. So, das Beste daran ist, dass Sie machen gar nichts allein, sondern mit Ihren persönlichen Experten und Ihr Expert wird in diesem Prozess unterstützt, ja? Mhm. Dafür brauchen Sie in der Woche 2 oder 3 Mal von 10 bis 15 Minuten nur Anspruch nehmen sollen, um die Ergebnisse selber sehen zu können und parallel auch nach Ihrer Wünsche gewisse Kenntnis zu erfahren, ja? Ja. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder Sie sind da einfach neu? Na, ich werde ja schon Erfahrung haben, wenn ich da schon 400 Euro gesammelt habe, ja? Nein, ich meine mit anderen Unternehmen. Mit anderen, nö. Oder haben Sie nur Registration gemacht? Nee, na, Sie sagen ja, ich habe da schon 400 Euro drauf. Dann muss ich ja schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt haben. Also, Herr Steiners, was ist Ihre Wunsch? Wollen Sie weiter handeln? Ja, natürlich schon mehr profitieren. Ja, klar, können wir so weiterlaufen lassen, denn. Also, sitzen Sie jetzt vor Ihrem Computer? Was? Sitzen Sie jetzt vor Ihrem Computer? Nee, jetzt bin ich gerade nicht vor meinem Computer. Okay, wann werden Sie vor Ihrem Computer? Ja, ich kann den ja anmachen, wenn Sie das gerne möchten.
Wann zum Beispiel? Na jetzt? Haben Sie Zeit, ja? Ja, wenn ich den anmachen soll, dann mache ich den eben an. Okay, dann ich warte auf Sie. Ja, dann gehe ich den jetzt mal anmachen. So, wie heißt die Seite, wo ich da Geld habe? So, Herr Steines, haben Sie ein DIS-Programm in Ihrem Computer? Nee, sowas habe ich nicht. Okay, dann machen wir so. Wir brauchen das Programm, damit wir Bildschirm teilen können und vermeiden, dass Sie irgendwelche technischen Fehler machen werden. Und ich werde mein Bestes geben, um Ihnen alles zu erklären. Ich zeige Ihnen unsere Plattform, wo steht Ihre Profitgeld, wie möchte ich das auszahlen und wie alles unter Kontrolle bringen, ja? Ja, nee, wir machen das anders. Ich gucke mit AnyDesk auf deinen Computer und du kannst mir zeigen, wie es geht und ich klicke nach. Wie bitte? Ja, genau so machen wir das. Also, öffnen Sie bitte AnyDesk. Na, erstmal muss mein Computer erstmal hochfahren, oder nicht? Nein, aber Herr Steines, was ich muss machen mit Ihrem Computer? Ich muss nur sagen, was muss Sie schreiben oder wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren und so weiter und so fort, ja? Na, mein Konto ist doch schon aktiv, da sind doch schon 400 Euro drauf, haben Sie doch gesagt. Herr Steines, bitte folgen Sie mir, ja? Sie brauchen eine Ihre E-Mail-Adresse und Passwort. Diese Passwort haben wir nur. Und ohne meine Hilfe möchten Sie gar nichts machen, ja? Okay. Deswegen, bitte öffnen Sie AnyDesk. Ja, wie gesagt, AnyDesk habe ich ja nicht drauf, aber ich muss ja auch erstmal den Computer fertig anmachen, der fährt ja gerade hoch. Ja, das ist ganz einfach und kostenlos, ja? In Google Chrome bitte schreiben Sie www. Windows anzumelden, das geht irgendwie nicht. Habe ich das geschrieben? www.antonnordpolyepsilon.dora.emil.siegfried.kaufmann.com Nee, erstmal muss ich ja mein Passwort eingeben. Wenn Sie installieren dieses Programm, dann bekommen Sie neunstellige Ziffer, ja? Das brauchen wir. Und warum? Damit Sie Bildschirm teilen können und vermeiden, dass Sie irgendwelche technischen Fehler machen werden. Ich mache gar nichts ohne Ihre Genehmigung. Ich muss nur unsere Plattform führen und werde erklären, wie es funktioniert. Aha. So, haben Sie das schon installiert? Nee, der Computer fährt da gerade hoch. Wie bitte? Was ist nur eigentlich deine Intelligenz, ja? Ist die frisch von der Straße gekratzt, oder? Was meinen Sie? Ja, habe ich doch gerade erzählt. Was haben Sie? Ja. Bitte sprechen Sie ein bisschen laut, ja? Wieso soll ich noch lauter sprechen? So, Herr Steines, haben Sie schon heruntergeladen? Nein, ich habe meinen Computer gerade angemacht, habe ich doch gesagt. Okay, dann schaut sie auf den. Also, Herr Steines, wie weit sind Sie? Ja, bei der Passworteingabe.
I want to go to jail for $350 or... Also, wie weit sind Sie? Ja, immer noch da. So, haben Sie schon Ende? Nee. Wie lange dauert das? Weiß ich nicht, wenn ich eingeloggt bin, dann bin ich eingeloggt. Dieses Programm, haben Sie schon in Ihrem Computer, oder? Nein. Okay, dann installieren das und ich rufe Ihnen zurück nach 10 Minuten, okay? Nein. Okay, dann gehen Sie nach Schuhe, okay? Was? Grüßen Sie, Alexa Nilsson ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Ereis? Mit wem? Mit Herrn Ereis. Ja, das wird schon richtig sein, genau. Wie geht's Ihnen zuerst, Herr Ereis? Ja, eigentlich ganz schlecht. Oh, schade. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Ah. Sie haben Interesse am Finanzmarkt, ja? Ich habe Ihre Daten bekommen. Okay, von wem denn? Sind Sie hier Alfred? Hä? Hallo, Grüße. Ja, was? Hier ist Herr Claudius. Ja. Wie geht's Ihnen, Herr Claudius? Ja, so wie der Tag entsprechend ist, ja. Ja, Alexa Nilsson ist am Apparat. Die Alexa Nilpferd. Ja, Herr Claudius, hören Sie mich jetzt besser? Verbindung war kurz weg. Ja, Sie sind die Nilpferdfrau. Ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Sie haben Interesse auf Finanzmarkt geäußert. Ja, Sie müssen handeln. Habe ich das, ja? Ja, ich habe Ihre Daten jetzt gerade bekommen. Aha. Haben Sie schon irgendeine Erfahrung oder ist das erst der Versuch in diesem Bereich? Also, keine Ahnung. Wo haben Sie denn die Daten her? Sie haben auf unsere Werbung hintergelassen. Den Hintern habe ich auf Ihrer Werbung gelassen. Ja, erinnere Sie sich daran nicht? Keine Ahnung, hier ist ja so viel Krempel immer im Internet. Ja, aber was gibt's da Schönes? So, ich melde mich von Online-Handelsfirma Adams Derby. Wie ich verstehe, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, im Finanzmarkt geäußert, ja? Nee, bis jetzt glaube ich noch nicht. Nee, keine Ahnung, aber was muss ich denn da verkaufen? Nee, ich werde jetzt Ihnen ganz kurz erklären, wie es bei uns läuft, ja? Ach, Sie wollen mir was verkaufen, okay. Jetzt mit Tobias Seifenschneider. Euch mitzuhören, wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, ganz gut. Okay, super. Nadja Schmidt ist mein Name, ich grüße dich. Sie haben Interesse geäußert, mit dem Bitcoin zu handeln und Geld zu verdienen, stimmt das? Ja, kann sein. Okay, also bevor wir fortfahren, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, bitte? Ja, ja. Okay, danke schön. Also können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche Erfahrungen haben oder sind Sie ganz neu, haben Sie keine Erfahrung? Geht so. Bitte? Geht so. Entschuldigung, ich höre zweimal Ihre Stimme. Haben Sie Lautsprecher angemacht gerade? Ja, was denn noch? Ja, Seitenschneider, können Sie meine Stimme hören? Ja. Okay, super. Also, können Sie mir sagen, ob Sie irgendwelche Erfahrungen haben oder sind Sie Anfängerkunde hier? Ja, geht so. Bitte? Geht so. Also, haben Sie ein bisschen Erfahrung, ja? Ja. Also ich rufe Sie zurück. Also, bei Ihnen ist sehr laut. Ich rufe Sie zurück. Bei mir ist sehr laut. Bei Ihnen ist doch viel lauter am Telefon. Also ich höre Sie sehr schwer. Vielleicht haben Sie Lautsprecher haben Sie angemacht, oder? Ja. Okay, dann können Sie bitte Lautsprecher einschalten, dann ist bessere Verbindung. Ja, habe ich ja eingeschaltet. Okay, super. Also, hier Seifenschneider, sagen Sie mir, haben Sie irgendwelche Erfahrung in dieser Richtung oder haben Sie keine? Ja, geht so. Okay. Wie alt sind Sie, wenn ich sagen darf? Sag ich nicht. Okay, kein Problem.
Also, sagen Sie mir, was ist Ihr finanzielles Ziel pro Monat? Mein finanzielles Ziel pro Monat? Ja, ja. Boah, keine Ahnung. Vielleicht wollen Sie ausprobieren, Schulden ausgleichen, ein neues Auto kaufen oder was ist Ihr finanzielles Ziel? Ja, ich glaube, für all die genannten Sachen sollte man das nicht als finanzielles Ziel nehmen. Also, Sie sind auf unserer Werbung, ja, Bitcoins registriert. Das heißt, also wenn ich irgendwo registriere, ich habe mein Ziel. Vielleicht Sie wollen auch ein neues Auto kaufen oder wollen Sie einfach ausprobieren? Keine Ahnung. Also ich notiere in meinem System, Sie wollen einfach ausprobieren, ja? Mhm. Wie alt sind Sie, wenn ich sagen darf, bitte? Darauf haben Sie doch schon eine Antwort bekommen. Sie haben das mir nicht gesagt. Wie alt sind Sie? Ja, genau. Dabei bleibe ich auch. Bitte? Ich sage, ich bleibe bei der Antwort, die ich bereits gegeben habe. Haben Sie mir nicht geantwortet, Herr Zeichenschneider? Also doch, antworten Sie mir, wie alt sind Sie und was suchen Sie hier? Also was ist Ihr finanzielles Ziel und so weiter? Was ist denn da los? Also bitte sprechen Sie ganz normal, weil ich weiß nicht, was Sie wollen, ganz genau. Ja, was ist denn da los bei Ihnen? Ist so laut. Bei mir ist es zu laut? Ja. Okay, Moment. Jetzt ist es besser? Ja, wie man es nimmt, eigentlich nicht. Okay. Also sagen Sie mir, was ist Ihr finanzielles Ziel? Sie wollen ausprobieren, stimmt? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf, bitte? Sag ich nicht. Okay, kein Problem. Dann sagen Sie mir, also, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie erste erfolgreiche Schritte tätigen? Barzahlung. Mit Barzahlung? Wie meinen Sie das mit Barzahlung? Na, Sie haben mich doch gefragt, wie. Und ich sagte mit Bar. Also, das ist eine internationale Firma, ja? Das heißt, Sie arbeiten nur mit dem Kreditkarte zusammen, deswegen brauchen Sie eine Visa oder eine Mastercard. Ach so. Könnten Sie da mal ohne Musik arbeiten vielleicht auch, weil dann würde das auch seriöser wirken. Ja, ganz kurz. Ja. Das ist ja mal ein Anfang. Hallo? Vielen Dank für das Warten. Jetzt ist besser die Verbindung. Ja, halt immer noch laut im Hintergrund, ne? Aber zumindest ja heute jetzt nicht die Musik. Ja, aber wissen Sie warum, Herr Seitenschneider? Weil meine Arbeitskollegen telefonieren auch, ja? Sie wollen nur meine Stimme hören, stimmt? Deswegen, wir arbeiten mit der Musik zusammen, damit meine Arbeitskollegen Stimme stört nicht bei Ihnen auch, ja? Deswegen, wir arbeiten mit dieser Musik zusammen und das ist nicht so langweilig für uns auch besser, ja? Okay, dann gehen wir zurück zum Thema, Herr Schneider, und sagen Sie mir, also wie gesagt, wir arbeiten nur mit dem Kreditkarte zusammen, ja? Eine Visa oder eine Mastercard brauchen Sie, erste erfolgreiche Schritte zu tätigen und erste Investitionen zu machen. Sie wissen, minimale Summe ist 250 Euro. Aber natürlich, Sie können mit mehr Geld anfangen. Mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Keine Ahnung, was ist denn sinnvoll? Also, oben ist keine Grenze, aber wenn Sie keine Erfahrungen haben, Sie sind Anfängerkunde und so weiter, fangen wir mit der minimalen Summe, das ist 250 Euro. Ja, sind Sie einverstanden? Okay, dann sagen Sie mir, mit welcher Karte möchten Sie bezahlen? Ich würde die AOK-Karte nehmen. Nein, AOK ist eine Krankenversicherung. Ich meine eine Bankkarte. Haben Sie Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Ja, bestimmt. Okay, welche eine haben Sie? Ja, ich denke mal beide. Okay, dann schauen Sie bitte nach. Ich warte so lange. Ja, aber ich muss gleich los. Also, hier seid ihr Schneider. Bitte machen Sie keine Witz, ja? Wenn Sie keine Zeit haben, natürlich kann Sie auch andere Zeit anrufen, anderweitig, es dauert maximal 2 Minuten. 2 Minuten, Sie können Ihr Handelskonto erfolgreich aktivieren
und dann warten Sie, Ihre Finanzberater wird bei Ihnen melden und werden Sie alle wichtigen Informationen bekommen, was auf dem Finanzmarkt passiert, wie Sie handeln können, wie viel Geld können Sie pro Monat verdienen, ja? Und alle wichtigen Informationen werden Sie bekommen. Ja, dass das 2 Minuten dauert, bezweifle ich, weil alleine die Ansprache jetzt hat schon wieder 1 Minute gedauert. Ich muss sagen, rufen Sie da nochmal an. Also, soll ich 5 Minuten nochmal anrufen? Holen Sie die Karte oder wie machen wir das? Nee, in 5 Minuten bin ich ja schon weg. Denn am besten so in 3-4 Stunden oder morgen meinetwegen. Nein, oder nein, Wochenende wir haben frei. Anderweitig, ich kann Sie auch Montag anrufen. Unsere Öffnungszeiten ist jeden Tag. Also 9 bis 18 Uhr ist meine Öffnungszeiten. Nadja Schmidt ist mein Name. Machen wir folgendes, wir seien Schneider. Also ich rufe Sie nächste Woche ab Montag wieder an und bitte versprechen Sie mir, Sie werden vor dem Computer sitzen und machen wir Transaktion zusammen. Haben Sie noch nicht Zeit? Ja, aber versprechen tue ich es nicht. Also wenn, dann müssen wir gucken, wie es zeitlich passt. Also Moment, wie gesagt, 9 bis 18 Uhr müssen Sie eine 15 Minuten maximal Zeit finden, Transaktion erfolgreich zu aktivieren und Sie werden auch Ihre persönliche Finanzberater bekommen und alle wichtigen Informationen, was auf dem Finanzmarkt passiert und so weiter. Ja, verstehen Sie? Okay, dann sagen Sie mir, wann kann ich anrufen? Nächste Woche ab Montag? Ich bin für Sie wieder erreichbar. Wochenende, wir haben frei. Bitte? Ja, Montag ab 12 Uhr einfach probieren. Entschuldigung, wiederholen Sie bitte Uhrzeit dann? Na, so ab 12 Uhr, nicht vorher. Ach so, ab 12 Uhr sind Sie bei der Arbeit und haben Sie auch Computer, ja, zu Hause? Ja, genau. Einfach so, wie gesagt, ab 12 Uhr und wenn ich nicht rangehe, dann ein paar Mal probieren. Irgendwann gehe ich dann schon. Okay, und bitte versuchen Sie auf jeden Fall, Karte dabei zu haben. Kreditkarte brauchen Sie auf jeden Fall, okay? Ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen schönes Wochenende, alles Gute und bleiben Sie gesund, ja? Ja, bis dann. Okay, super. Hallo? Ja. Guten Tag, hier ist Nadja, hier ist Eichensteiger. Wir haben gestern telefoniert. Erinnern Sie meinen Namen? Nö, eigentlich nicht. Ja und? Nun? Ja und? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Hallo? 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 Was ist denn nun? Hallo. Hallo. Zu doof, eine Telefonanlage zu bedienen. Hallo. Hallo. Hallo, können Sie meine Stimme hören? Ja, leider. Ja oder nein? Ja, leider. Okay, super. Also, hier ist Eichenschneider. Wir haben gestern lange telefoniert. Nadja Schmidt ist mein Name. Erinnern Sie das? Kann sein, ja. Okay, super. Also gestern haben Sie mir gesagt, Sie sind nicht zu Hause, Sie sind bei der Arbeit und so weiter. Aber jetzt haben Sie Zeit, ja? Sind Sie zu Hause? Nö, wir fahren gleich los. Aber Sie haben ja auch gesagt, Sie rufen Montag an. Sind Sie zu doof, sich einen Termin zu merken? Nein, natürlich. Aber wir haben auch heute ganz normale Arbeitstag. Und ich habe einfach gedacht, vielleicht heute passt Ihnen besser. Wenn nicht, gestern hieß es heute und morgen geht nicht. Okay. Dann machen wir am Montag, welche Uhrzeit, sagen Sie mir, also Sie haben gesagt, ab 12 Uhr, ja? Ja, eben. Okay, super, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, alles Gute, bis Montag, bleiben Sie bitte gesund. Okay, super, bis dann, machen Sie es gut. Hallo, hier ist Eichensteiger, Nadja Schmidt ist hier, wir hatten einen Termin gehabt. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Alles gut, freut mich wunderbar. Also, jetzt haben Sie Möglichkeit, vor Computer zu sitzen. Sind Sie zu Hause? Ja, schon. Okay, super. Also, hier seid ihr Steiger. Sie haben mir gesagt, ich habe eine Kreditkarte. Oder haben Sie eine internationale Karte, Mastercard oder eine Visa? Ja, habe ich. Hallo? Ja, habe ich. Können Sie meine Stimme hören? Also, ich höre Sie nicht mehr, Herr Seitensteiger. Sind Sie noch da? Hallo? Sind Sie noch da?
Herr Seifenschneider, jetzt hören Sie besser? Ja, Sie sind immer weg. Ja, nicht Sie, Sie haben aufgelegt. Unser Gespräch ist unterbrochen. Ich habe nicht aufgelegt. Okay, ich auch nicht. Also okay. Sagen Sie mir, möchten Sie aktivieren mit Visa oder mit Mastercard? Na, ich würde die Hälfte von jeder Karte machen. Okay, dann diktieren Sie mir einfach Kartennummer und schauen wir weiter. Ja, also kann man von jeder dann die Hälfte machen. Also, vier Seiten Schneider, ich werde noch einmal wiederholen. Ja. Um mit dem Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, Sie brauchen eine Visa oder eine Mastercard. Haben Sie bis jetzt verstanden? Ja? Ja, ja, genau. Da habe ich ja beide Karten. Okay. Und mit welcher Karte möchten Sie aktivieren? Na, mit beiden. Okay, mit beiden. Okay, dann diktieren Sie mir Kartennummer von Mastercard. Ja, wie viel buchen wir denn da ab, wenn wir die Hälfte nehmen? Also, wie meinen Sie das? Na, ich würde überall von beiden Karten jeweils die Hälfte zahlen. Insgesamt sind es ja 250 Glocken, haben Sie gesagt. Und dann würde ich die Hälfte von jeder Karte überweisen. Leider, das ist nicht möglich. Gerade haben Sie gesagt, das geht. Herr Seifenschneider, Sie sollen 250 Euro von einer Karte überweisen. Ja, das geht nicht. 125 von Visa und 125 von Mastercard. Leider, das ist nicht möglich. Warum nicht? Ja, weil 250 Euro muss einmal abgebucht werden. Ach so. Ja. Also muss ich das die ganze Summe von einer Karte dann nehmen? Genau. Ach du Gott. Oh je. Ja, dann machen wir das so. Hm? Okay. Also, Sie sollen mir einfach Kartennummer diktieren und wir überprüfen Karte zusammen. Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, worum es bei Ihnen da geht. Warum soll ich denn da überhaupt Geld bezahlen? Also, ich glaube, wir haben schon lange telefoniert am Freitag, aber kein Problem. Ich werde Sie nochmal erklären. Nee, da hatte ich Sie ja unterbrochen, weil wir weg mussten. Entschuldigung, hier Seitenschneider, aber wir haben lange telefoniert, ja? Wie lange denn? Habe Ihnen, auf Freitag haben wir telefoniert, Samstag auch, und wir hatten einen Termin gehabt heute. Das bedeutet, Sie haben mir gesagt, Montag ab 14 Uhr, ich soll Sie anrufen, ab 12 Uhr, Entschuldigung, und Sie wollten erstens vor gleichem Schritt 250 Euro an unsere Firma überweisen. Wir haben das abgemacht. Na, aber erstmal wollten Sie mir ja erzählen, worum das geht. Das hatten wir ja noch nicht. Also ich habe ja da keine Zeit gehabt am Freitag. Wir haben schon darüber gesprochen, aber ich werde nochmal erklären. Mhm. Also Sie investieren 250 Euro für Seitenschneider für Bitcoins, ja? Mhm. Und fangen wir Handelsprozess mit 250 Euro. Das ist minimale Summe. Das ist Einstiegskapital, ja? Ja. Und nachdem Sie 250 Euro bei unserer Firma investieren, Sie werden Ihre persönliche Finanzberater bekommen. Und Sie werden auch alle wichtigen Informationen bekommen, was auf dem Finanzmarkt passiert, wie Sie das am besten machen sollen und so weiter. Ja, Sie bekommen auch VIP-Signale von ganz guter Borte. Wissen Sie, was VIP-Signale bedeutet? Mm-mm. Oder wissen Sie das nicht? Nee. Kein Problem. Also VIP-Signale bei uns bedeutet, Sie werden alle Ärzte informieren, was überhaupt auf dem Finanzmarkt passiert. Ja? Wenn Bitcoin steigt hoch zum Beispiel oder wenn Bitcoin wird gesunken, Sie werden davon alle Ärzte informieren, damit Sie Geld nicht verlieren, ja? Sie können Sie vorstellen, ja, zum Beispiel, was ich sage. Nicht richtig, aber... Kein Problem. Also genau deswegen 250 Euro ist keine Zugang mit hochqualifizierten Experten, um die Verbindung zu setzen, ja? Das ist Einstiegskapital, das ist minimale Summe. Außer das, Sie haben vielleicht Bitcoins preisgelesen, das ist eine wunderbare, sehr gute Ergebnisse, ist das, weil ein Bitcoin kostet 56.000 Dollar, amerikanische Dollar, und vor einem Monat Bitcoin ist 40.000 gekostet, ja, und Bitcoin ist sehr hoch gestiegen. Außer das, Herr Seitenschneider, wir haben VIP-Signale bekommen, und bis Dezember, bis neues Jahr, Bitcoin wird bis 70.000 Dollar steigen. Also, wissen Sie, was das für Sie bedeutet? Sie investieren heute Geld für das Bitcoin und vor Weihnachten, vor Silvester, Sie können diese ganze Summe auszahlen und damit können Sie neues Jahr oder Weihnachten feiern, was Sie wollen. Ich bin in Deutschland gewohnt
Und ich weiß ganz genau, die meisten Menschen brauchen Geld für die Weihnachten, ja? Um tolles neues Jahr zu feiern, Geschenke zu kaufen für Familie und so weiter. Einfach Dezember ist teuer, ja? Allgemein, nicht nur in Deutschland. Mhm. Ja, eben. Genau deswegen. Sie investieren heute für das Bitcoin 250 Euro und vor Weihnachten können Sie das ganze Betrag auszahlen, ja? Sie verstehen, was ich sage? Und wie viel ist es dann an Weihnachten? Also, wir haben VIP-Signale bekommen, bis Dezember Bitcoin wird bis $70,000 steigen. Das bedeutet für Sie, wenn Sie, also, kommt drauf an, was ist Ihre finanzielle Ziel. Sagen Sie mir, wie viel Geld brauchen Sie für die Weihnachten? Brauchen Sie 1.000, 2.000, 5.000? Wie viel Geld brauchen Sie insgesamt? Keine Ahnung, also unser Weihnachten kostet meistens so, weiß ich nicht, 100 Euro fürs Essen oder so und dann war's das schon, also schenken wir uns nichts. Nein, ich meine alles zusammen, um Geschenke zu kaufen, tolles Weihnachten zu feiern, tolles neues Jahr zu feiern, Urlaub machen und so weiter, alles zusammen. Wie viel Geld brauchen Sie insgesamt? Vielleicht 5.000, 10.000? Sagen Sie mir eine realistische Ziffer. Weiß ich nicht, wir schenken uns ja nichts zu Weihnachten. Ich meine, wir kaufen uns das ganze Jahr einfach, was wir wollen. Das ist doch viel logischer, als sich Weihnachten was zu schenken. Also, ich bin in Deutschland gewohnt, hier Seitenschneider, und ich weiß, das ist eine Tradition. Also, jede Familie macht Geschenke, ja, für Geschwister, für Eltern und so weiter. Und wenn sie das nicht machen, das ist auch in Ordnung. Ja, das ist ihre Sache. Aber das ist eine Tradition in Deutschland. Ja, also weiß ich, ja, klar, aber nicht bei uns. Hallo? Jetzt sind Sie schon wieder weg. Ja, nein, ich bin da. Also, hier seid ihr Schneider. Ich bin noch da. Also, ich glaube, ich habe Ihnen eine sehr einfache Frage gestellt. Hallo, ist da noch jemand? Also, ja, ich bin noch da. Also, ah ja, jetzt höre ich Sie wieder, ja. Also, ich glaube, hier seid ihr Schneider. Ich habe Ihnen einfache, sehr einfache Frage gestellt. Wie viel Geld brauchen Sie für die Dezember? 15.000, 15.000. Warum ist das kompliziert für Sie, eine Ziffer zu sagen? Oder ist das eine schwierige Frage? Oder weiß ich nicht, warum sprechen Sie so? Ja, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich war jetzt auf die Frage nicht vorbereitet. Ja, hätte ich dann mir vorher Gedanken machen müssen. Ich meine, wir können das ja gerne nochmal so machen, dass ich mir darüber nochmal Gedanken mache, wie viel wir brauchen. Und dann können wir ja nochmal reden, oder wie? Ist das wichtig? Dann fangen wir mit dem 250 Euro und schauen wir weiter. Ja, oder so, ja. Ja, okay. Jetzt sagen Sie mir, mit welcher Karte möchten Sie aktivieren? Ja, wie gesagt, ich hätte es ja gern geteilt, also von jeder Karte die Hälfte. Okay, versuchen wir. Einfach diktieren Sie mir Kartennummer, welche fängt mit 4 an oder mit 5. Kommt drauf an, mit welcher Karte möchten Sie das machen. Ja, ich am liebsten mit der American Express, weil da kann ich es dann mit einmal bezahlen. Ja, aber American Express ist keine Kreditkarte leider. Wir Doch, das ist eine Kreditkarte. Wir arbeiten nur mit Visa oder mit Mastercard. Ja, aber Sie sagten gerade, American Express ist keine Kreditkarte. Na klar, ist das eine Kreditkarte. Ja, aber mit welcher Ziffer fängt diese Karte an? Die American Express Karte meinen Sie, mit welcher Ziffer die anfängt? Ja. Mit einer 3. Mit Nummer 3, nein. Mhm. Also, das soll mit 4 oder mit 5 an? Visa fängt mit 4 an und Mastercard fängt mit 5 an. Ja, und die American Express mit einer 3. Also leider, mit American Express können Sie keine Überweisung machen. Okay. Aber wenn Sie vor Computer sitzen können, Sie können ein Programm AnyDesk auf Ihren Computer installieren und Sie können das mit Banküberweisung machen, mit Online-Banking. Haben Sie Online-Banking? Ja, ich habe Online-Banking. Aber wozu brauche ich denn da das Programm denn? Weil Sie haben keine Kreditkarte. Wenn Sie keine Kreditkarte haben, Sie Na können doch, das... ich habe ja gesagt, ich habe mehrere. Dann diktieren Sie mir Visa oder Mastercard, keine American Express. Na, aber habe ich ja beide. Also alle 3. Okay, dann diktieren Sie mir Mastercard oder eine Visa. Mit welcher Karte möchten Sie das machen? Ja, dann nehme ich die Masterkarte. Okay. Bitte diktieren Sie mir lange 16-stellige Ziffer und schauen wir weiter.
Das ist dann die 489-790-8752. Entschuldigung, hallo, bitte. Ach, Entschuldigung, also Sie sprechen so, manchmal kommt auf die Nerven alles. Bitte langsam diktieren. Wenn das Mastercard ist, Mastercard trennt mit Schumpa, nicht mit Pia. Ist so. Das Visa oder Mastercard? Na, hier steht jetzt Visa drauf. Okay, dann Visa fängt mit Pia an, stimmt? Genau, ja. Okay, dann bitte langsam und getrennt diktieren. Also soll ich ganz langsam machen? Ja. Okay, dann haben wir die 4. Ja. Dann haben wir eine 8. Also 418. Nee, wo haben Sie denn jetzt die 1 her? Bitte langsam und dezent diktieren Sie mir das, bitte. Na, noch langsamer. Also nach dem 4. Einfach dezent diktieren. Ja, also erst eine 4. Ja, dann? An zweiter Stelle kommt dann eine 8. 1 und 8 oder 8? Nee, eine 8. Und dann? An dritter Stelle kommt eine 9. Entschuldigung, Herr Seitenschneider, so dumm bin ich auch nicht. Also bitte diktieren Sie mir so, einfach jetzt dann diktieren. 4, 1, 5, 4 und so weiter. So, diktieren Sie das. Hä? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll langsam machen. Ja, aber langsam und eindeutig. Zum Beispiel. Ja, ist doch. 4, 1, 5, 6. So sollen Sie mir diktieren. Na, also doch schneller als gerade eben. Ja. Ja, dann ist das die 4897, dann die 9087, dann die 520. Moment bitte, Moment. Ja. 4897, dann? Ja, genau, also die 4897, die haben Sie, ja? Ja, weiter. Ja, dann ist das die 9087. Ja. Dann die 520166. 530166 Und dann die 51. Okay, ich wiederhole und überprüfen wir zusammen. Ja. 4897-9087-530166. Nee, da war was oder? Falsch. Nee. Wo ist falsch? Bei der 5. Nach der 5 kommt die 2, nicht die 3. Also 5201. Dann kommt 6655, korrekt? Okay, Moment, ich muss Karte überprüfen. Ja. Bleiben Sie auf die Linie. Auf welcher Linie? Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? 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 Ja, ich bin hier. Ja, ich dachte, Sie sind wieder weg, weil war ja jetzt schon ein paar Mal abgebrochen, das Gespräch. Nein, ich bin hier, ich werde einfach Karte überprüfen. Ja. Alles gut, Moment. Okay. Ich muss jetzt eh einen Ladestecker anstecken, sonst geht hier gleich die Kiste aus. So, dann, ja, melden Sie sich halt nochmal. Wenn ich jetzt einen Ladestecker reinstecke, dann bricht das Gespräch eh ab. Hallo, ich bin noch da. Also, hier Seitenschneider, Sie brauchen eine Kreditkarte, welche ist gültig in der Schweiz. Ja, das ist eine andere Karte. Ja, warum aufgelegt? Diese Karte ist von Taiwan. Das ist eine chinesische Karte. Ja, wo ist denn da das Problem? Also, Sie brauchen eine Karte, hier Seitenschneider, wo ist gültig in der Schweiz. Verstehen Sie, was ich sage? Ja, die Karte ist gültig. Ja, aber nicht in, das ist keine Schweizer Karte. Ja, muss es ja auch nicht. Ich wohne ja auch nicht in der Schweiz. Wo wohnen Sie? Ja, in Deutschland. Ja, haben Sie keine deutsche Karte? Das ist eine ganz normale Kreditkarte, die kann ich doch weltweit benutzen. Das ist ja der Sinn an einer Kreditkarte, oder nicht? Okay, kein Problem. Wir versuchen trotzdem mit dieser Kreditkarte Handelskonto zu aktivieren. Bitte diktieren Sie mir Ablaufdatum. Ja, warum haben Sie denn aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt, Sie haben aufgelegt. Nö, ich habe nicht aufgelegt. Ich auch nicht. Sie waren auf einmal weg mittendrin, Sie haben da noch irgendwas sagen wollen und dann waren Sie auf einmal weg. Nein, ich habe Ihnen gesagt, ich muss diese Karte überprüfen, ob das gültig ist und Sie haben nicht
gewartet. Sie haben nicht auf die Linie gewartet und Sie haben aufgenommen. Ja, ich habe ja gewartet und dann waren Sie wieder dran und dann waren Sie auf einmal weg. Okay, kein Problem. Diskutieren wir nicht darüber. Mhm. Also sagen Sie mir einfach Ablaufdatum für Seitenschneider. Bis wann ist Karte gültig? Sagen Sie mal das Verfallsdatum von der Karte. Ja. Ja, das ist Januar 24. Okay, und sagen Sie mir bitte Ablaufdatum. Na, habe ich doch gerade. Entschuldigung, CVV, auf die Rückseite steht das. Das ist dann die 274. Entschuldigung, bitte langsam 30 Versagen. Ja, bei Ihnen ist das da so laut im Hintergrund. Machen Sie das mal leiser irgendwie. Ja, weil meine Arbeitskollege auch telefonieren musste. Einfach diese 30 vergessen sagen. Ja, aber ich meine, da ist Musik oder irgendwie sowas im Hintergrund. Das stört ein bisschen. Ja, ich weiß. Bei mir stört es auch, aber geht leider nicht anders. Also einfach 30 verlangsamer sagen, Sie, Herr Seitenschneider. Ja, ja, das ist die 274. 274? Ja, genau. Hm. Also Moment, 274, 274 ist das? Ja, genau so sieht's aus, ja. Hm. Okay, 274. Ja. Okay, bitte sagen Sie mir auch Ihr Geburtsdatum. Wann sind Sie geboren? Mein Geburtsdatum? Ja. Ja, das ist der 17.07.92. Also 17.07. Ja, genau. 17.07.1900. Ja. Wann? Ja. Was ja? 1900. Wann sind Sie geboren? 92. 92? Hm. Okay. Sagen Sie mir bitte Postleitzahl. Wo wohnen Sie? Die Postleitzahl ist die 12055. Entschuldigung, bitte gestern sagen Sie das. Was? Sagen Sie mir diese Ziffer gestern. Na, die 12055. Entschuldigung, noch einmal langsamer sagen und gestern. Zum Beispiel so, 451. So, gestern sagen einfach. Ne, 451 ist falsch. Ja, bitte. Also, ich glaube, Sie haben schon verstanden, Sie kommen einfach auf die Nerven. Was? Sie kommen auf die Nerven. Das gefällt Ihnen, wenn ich aufgeregt bin, wenn Sie auf meine Nerven kommen. Ich habe Ihnen schon tausendmal sehr freundlich gebeten. Ich bin Ausländerin und bitte gestern diktieren Sie mir tiefer. Nicht zusammen. Warum sind Sie jetzt so unhöflich? Ich bin nicht unhöflich. Sie sind sehr unfreundlich. Ich habe Ihnen tausendmal freundlicher und netter geboten. Bitte, ich bin Ausländerin und bitte gestern diese Ziffer diktieren. Und Sie sagen das zu schnell. Ich bin nicht deutsche Frau, Entschuldigung. Ach so, naja, das kann ich ja nicht wissen. Das steht ja nun nicht dran. Ja. Ich meine, ich rede ja mit Ihnen ganz normal. Ja. Ja. Einfach Postleitzahl gestern diktieren, bitte. Und langsam. Nicht zusammen. Also die Zahlen einzeln, meinen Sie? Ja, Zahlen, genau. Ja, das ist dann die 12055. 12055. Welche Stadt ist das? Das ist Berlin. Okay, Moment. Hm. Ja, aber die Musik ist da schon wieder so laut. Das stört. Also Berlin, bei mir steht Berlin Neukölln. Ja, Neukölln, ja, ist der Stadtteil, aber das brauchen sie ja nicht. Also, Ihre Postleitzahl ist 12055, korrekt? Ja, richtig. Okay, und bitte sagen Sie mir auch Straße und Nummer. Ja, ist die Braunschweiger Straße 77. Also, Braunschweiger Straße? Braunschweiger Straße 77. Moment. Hm. Wo sitzt denn Ihre Firma? Ja, ich weiß. Moment bitte. Mhm. Ja, aber machen Sie da mal jetzt wirklich mal die Musik aus. Das stört. Ja, das ich weiß. Wirklich ganz kurz, nervig. Ganz kurz. Ja, ich mache nur die Musik ganz leise. Nee, aus. Aber Herr Seitenschneider, fangen Sie mit 250 Euro oder mit mehr Summe? Ja, da reden wir dann drüber, wenn die Musik aus ist. Okay, Moment. Mhm. Herr Seitenschneider, also wir haben schon die Musik ausgeschaltet. Es dauert maximal 2-3 Minuten. Bitte einfach auf die Linie bleiben. Sie können Lautsprecher anmachen.
damit nicht anstrengend wird für Sie. Ja, nicht auflegen, bitte. Dankeschön. Da war aber immer noch Musik im Hintergrund. Naja. Hallo? 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 Ist da noch irgendjemand? Hallo? Ja, ich bin noch da. Also ich habe Ihnen schon gesagt, es dauert 2-3 Minuten, ja? Sie können einfach Lautsprecher anmachen und dann warten Sie bitte auf die Linie, ja? Oder wenn Sie wollen, können wir etwas anderes sprechen, ja? Ich habe Zeit, das ist auch in Ordnung, alles gut. Ja, es dauert ja schon länger als 2-3 Minuten. Ja, weil, also wir haben so viele Kunden leider, ja, und sie machen alles zusammen, Finanzabteilung arbeitet gleichzeitig mit allen Kunden zusammen, deswegen. Wie viele Kunden haben Sie denn? Das weiß ich nicht ganz genau, aber wir haben schon viel. Ich persönlich habe 500 Kunden, nur ich, und wir sind ungefähr mehr als 20 Mitarbeiter hier. Ja. Ja. Okay. Ich habe mal eine Frage, warum kann man Sie denn eigentlich nicht zurückrufen? Das ist eine gute Frage. Wegen das ist Hotline-Nummer, hier Seitensteiger und Sie sind noch nicht unsere Kunde, ja? Aber nachdem Sie jetzt das Hotline-Steht aktiviert haben, 250 Euro, Sie werden auch weitergeleitet sozusagen mit Finanzabteilung und mit VIP-Abteilung, ja? Und Sie werden Ihre persönliche Finanzberater bekommen. Und er wird Ihnen weiterhelfen. Ja. Aber natürlich, wir können auch Kontakte bleiben, wenn Sie mit mir telefonieren wollen. Ich kann Sie auch gerne nochmal anrufen. Und also Arbeit, Geschäfte und so weiter machen Sie mit Ihren Finanzberater, mit hochqualifizierten, ausgebildeten Menschen. Ja. Und alle unsere Experten haben Mathematik studiert, manche haben in London studiert, in der Schweiz, Deutschland und so weiter. Und dann haben Sie als Finanzberater Arbeit angefangen. Weil sie arbeiten mit Ziffer zusammen, ja, jeden Tag. Das muss man Kenntnisse haben. Also sind Sie nicht so schlau? Nein, ich bin schon klug, aber ich habe nicht Mathematik studiert. Ach so. Ja, aber die Frage haben Sie mir ja noch gar nicht beantwortet, warum man Sie telefonisch nicht zurückrufen kann. Ja, wegen das ist Hotline-Nummer hier seit der Zeit. Und Sie sind noch nicht unsere Kunde, ja? Nachdem Sie 250 Euro auf Ihr Handelskonto erfolgreich aktiviert haben, Sie werden Nummer von Ihrem Finanzberater bekommen und E-Mail-Adresse und so weiter. Wir haben auch WhatsApp hier und Sie können auch mit WhatsApp kontaktieren, ja, mit Ihrem Finanzberater und mit mir auch. Wenn Sie gerne mit mir Kontakt bleiben wollen, ich kann Sie auch gerne per WhatsApp anschreiben. Ja, aber letztendlich muss ich Sie ja erreichen können und Ihre Rufnummer geht ja nicht. Ja, wegen das ist Hotline-Nummer, ich habe Ihnen schon mal gesagt. Ja, aber eine Hotline-Nummer kann man doch auch anrufen. Nein, leider doch. Nicht. Also Hotline-Nummer können Sie nicht anrufen. Ja, ist ja sogar Pflicht in Deutschland, dass man die zurückrufen können muss. Also vier Seitenschneider, wegen Sie sind noch nicht unsere Kunde, ja? Nachdem Sie 250 Euro auf Ihr Handelskonto bekommen, das heißt, nachdem Sie Ihr Konto aktiviert haben, Sie werden persönliche Nummer von Ihrem Finanzberater bekommen und Sie werden auch via WhatsApp eine SMS bekommen von Ihrem Finanzberater, E-Mail-Adresse und so weiter, alles zusammen, alles Mögliche. Ja, wenn ich noch kein Kunde bin, dann darf ich bei euch nicht anrufen, oder wie? Ja, so ist das, weil das ist Hotline-Nummer. Ja gut, aber wie gesagt, eine Hotline-Nummer hat ja damit jetzt erstmal nichts zu tun. Man kann ja auch Hotline-Nummern anrufen. Da rufe ich ja auch bei der Telekom an, wenn ich irgendwo eine Störung habe. Ja, bei uns leider nicht. Ja, aber warum denn nicht? Ja, ich weiß das nicht, weil wir haben zu viele Kunden. Nachdem wir unsere Kunden werden, hier weiterschneiden, sie bekommen auch Nummer, E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen von Ihrem Finanzberater. Wie gesagt, ich bin Kontomanagerin hier Seitensteiger und ich helfe nur Anfängerkunden, Handelskonto mit minimaler Summe mit 250 Euro zu aktivieren. Nachdem Sie das alles gemacht haben, Sie werden mit hochqualifizierten Experten Verbindung setzen, ja, und handeln Sie weiter. Okay, also nach Ihnen kommen dann die schlauen Leute, oder wie?
Moment, warten, warten. Jetzt soll ich schon wieder warten. Ich finde, ich habe schon ganz schön lange gewartet die ganze Zeit. Und dann legen sie ja immer auf. Worauf warte ich denn jetzt? Ich könnte so einen Grund mitgeben, warum man warten sollte, wäre doch netter. Ja, Leute, Streiter, ich bin noch da. Ja. Also leider, die Transaktion ist fehlgeschlagen, weil diese Karte ist ungültig. Warum? Oder sie haben, weiß ich nicht. Also diese Karte ist ungültig oder sie haben keine 250 Euro auf jedem Konto, ja? Ja, es ist ja eine Kreditkarte, das hat ja damit nichts zu tun. Da hat man ja auch kein Geld drauf. Das ist ja ein Minuskonto, eine Kreditkarte. Also sagen Sie mir, Herr Weichenschneider, haben Sie außer dieser Visa-Karte, haben Sie auch andere Karte, zum Beispiel Mastercard? Ja, eine American Express, habe ich ja gesagt. Ja, aber Sie haben noch andere Karte, ja? Andere Visa oder andere Mastercard. Welche Karte haben Sie? Ja, also jetzt hatten wir ja eine Visa-Karte, ne? Richtig? Ja. Ja. Und dann habe ich die andere auch noch, habe ich ja gesagt. Also, diktieren Sie mir bitte andere Kartennummer. Also die jetzt von der American Express. Also andere Kartennummer sollen Sie mir sagen. Sie haben noch andere Karte. Ja, außer dieser Visa-Karte, Sie haben andere Karte auch. Ja, ja, genau. Dann buchstabiere ich die Kartennummer jetzt, ja? Ja. Dann haben wir da die Nummer 3408. Entschuldigung, also ist das, welche Karte ist das? Mastercard oder eine Visa? Na, habe ich doch gesagt, eine American Express. Also Sie brauchen eine Mastercard oder eine Visa. Welche Karte haben Sie? Ja, beide. Dann sagen Sie mir, diktieren Sie mir Ziffer von Mastercard. Die Nummer von der Mastercard dann? Ja. Also nicht mehr die von American Express? Nein, Mastercard, von Mastercard. Warum geht dann American Express bei Ihnen nicht? Ich weiß nicht, Transaktion ist fehlgeschlagen. Das Grund ist uns unbekannt. Aha. Haben wir doch gar nicht probiert mit der Karte. Natürlich, wir haben probiert, aber Transaktion ist fehlgeschlagen. Nee, die American Express-Karte haben wir noch nicht genommen. Doch, aber Transaktion ist fehlgeschlagen. Bitte das war ja bei der Visa-Karte. Ja, versuchen wir jetzt mit Mastercard, okay? Können Sie mir Mastercard-Nummer diktieren? Ja, kann ich machen. Hm. Okay. Holen Sie Karte und bitte diktieren Sie mir langsam. Dann hole ich die Karte auch noch. So, Moment. Dann haben wir jetzt hier die Masterkarte. So, das ist dann die 5100. Bitte diktieren Sie mir das langsam und getrennt. Und dann ist es die 5. Ja. Dann haben wir eine 1. Moment bitte, nach dem 5, was kommt? Eine 1. Dreimal die 1? Nee, eine 1. Also 5, 1, weiter. Ja, dann kommt eine 0. 5, 1, 1, 0, richtig? Nee, 5, 1, 0. Hab ich doch gesagt. Ja. 5, 1, 0, weiter. Ja, dann kommt noch eine 0. Ja, weiter. Dann kommt noch eine 0. Ja. Dann kommt eine 9. Ja. Dann kommt eine 3. Ja. Dann kommt noch eine 3. Ja. Dann kommt noch eine 7. Ja. Dann kommt eine 6. 7, 6, weiter. Ja, dann kommen 2 Zweien. 2 und 2, 2 mal die 2. Ja. Ja. Dann kommt eine 8. Eine 8. 1 und 8 oder 8? Na, eine 8. Entschuldigung, bitte eindeutig sagen. 1 und 8 oder 8? Na, eine 8. Ja, und dann? Eine 4. Dann? Eine 1. Ja. Und eine 0. Also Sie sollen mir nichts sagen, 1 und 4 und so weiter. Nur Ziffer sollen Sie mir sagen. Ich habe ja. Wir überprüfen zusammen. 4, 1, 0, 0, 0, 9, 3, 3, 7, 6, 4, 2, 8, 4, 1, 0. Ist das korrekt? Nö. Ist das korrekt oder falsch? Nö, ist falsch. Moment. Okay, jetzt diktieren Sie mir bitte Ablaufdatum. Ja, ist die 09 und dann die 25. Okay, und VVV?
Ja, ist die 863. 863. Und Straße und so weiter ist gleich, ja? Wo Sie wohnen? Ja, ja. Okay, Moment. Ja, aber was wollen Sie denn jetzt mit der Nummer? Die ist doch falsch. Interessant. So. Und jetzt wollen Sie mich wieder anschweigen, oder? Ja, überprüfen jetzt Transaktion erfolgreich zu aktivieren und einfach auf die Linie bleiben, bitte. Ja, hängen Sie Telefon nicht auf. Ja, aber das Ergebnis weiß ich doch schon. Wofür wissen Sie das? Ja, weil Sie doch die Nummer falsch vorgelesen haben. Habe ich doch jetzt dreimal gesagt oder viermal jetzt schon. Okay, ich wollte Ihnen etwas sagen, ja? Hm. Also, Moment bitte. Also, hier Seitenschneider, Sie dürfen mir nicht Ziffer so diktieren. Einmal die 8, einmal die 4, sondern nur Ziffer. Zum Beispiel, diktieren Sie mir Ziffer so. 4, 1, 5, 6. Ja, das ist eindeutig für mich. Das ist eindeutig und so korrekt für mich. Zum Beispiel, 4, 1, 5, 6, 7, 4, 1, 2. Das ist eindeutig. Sie dürfen mir nicht sagen, einmal die 4, einmal die 5, dann ich bin irritiert, ja, und ich weiß nicht, was soll ich schreiben. Ich muss ein schreiben oder 8, wenn Sie mir sagen, einmal die 8. Weil ich verstehe das, 1 und 8 muss ich zusammenschreiben. Das sagen Sie, sollen mir nur Ziffer diktieren. 4, 1, 5, 6 zum Beispiel, so, ja, so, das ist eindeutig. Ja, aber wenn Sie in Deutschland anrufen, dann müssen Sie doch auch vernünftig Deutsch sprechen können, oder nicht? Ja, nicht hier. Meine Deutsch ist nicht perfekt, aber wenn man eindeutig spricht, dann verstehe ich schon alles. Ja, haben Sie denn da auch jemand Intelligentes, der richtig Deutsch kann? Natürlich. Jeder Finanzberater wird das sein, nachdem Sie Ihr Konto aktivieren. Aha, das heißt, ich soll erstmal bei unintelligenten Menschen mein Geld einzahlen, damit ich dann einen Intelligenten erreiche, oder wie? Ich nehme das als Beleidigung. Es gibt viele Menschen, ja. Menschen sind unterschiedlich, egal welches Land. Ja gut, aber wenn Sie von mir Geld haben wollen, dann bin ich schon der Meinung, dass Sie mit mir auch vernünftig reden können müssen. Ich spreche schon von vernünftig, aber nö. Sie müssen einfach mich langsamer und eindeutig sprechen. Ja, das ist alles. Aha, na gut, dann noch langsamer, ja? Ja. Was ist Ihr Beruf? Was machen Sie? Wieso wollen Sie das jetzt wissen? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich bin neugierig. Ja, will ich nicht verraten. Kein Problem. Ja, nu? Ja, ich bin da. Ich warte auf die Linie. Ja? Was soll ich denn jetzt machen? Sie warten. Warten wir, wenn Transaktion angekommen ist. Wir schauen. Ja, vielleicht Transaktion ist nicht erfolgreich. Ja, habe ich doch gesagt, die Nummer war falsch. Sie haben die falsch vorgelesen. Das heißt, die Nummer ist da falsch bei Ihnen. Also, schauen wir einfach, ja? Schauen wir einfach. Warten Sie bitte auf die Linie, maximal 2 Minuten. Ja, aber warum soll ich auf der Linie warten, wenn ich ganz genau weiß, dass die Nummer falsch ist? Sie haben die Nummer falsch vorgelesen. Sie haben die Nummer falsch abgetippt. Noch einmal, Herr Seitenschneider, bitte warten Sie auf die Linie. Wenn Transaktion wird fehlgeschlagen, ich sage Ihnen Bescheid. Ja, ich habe doch gesagt, die wird fehlschlagen. Die ist falsch, die Nummer. Aber ich habe Ihnen buchstabiert und Sie haben gesagt, das ist richtig. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, die ist falsch. Mehrfach. Jetzt zum 5. oder 6. Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch wiederholen soll. Die Nummer ist falsch, die Sie mir vorgelesen haben. Okay, dann diktieren Sie mir nochmal. Ja. Jetzt nochmal von vorn die Nummer. Ja. Ja, ist die 51000. 5100. Ja. Ja, dann die 933. 933, ja. Ja, dann die 7622. Moment bitte, 4 Ziffer sollen Sie mir gestern sagen, hier bei der Schneider. 5100, dann kommt... Ja, das waren doch nur 2 Ziffern, 4. Also... Weiß ich nicht, ich sage 4 Ziffern und Sie sagen mir, ich soll 4 Ziffern sagen. Habe ich doch gemacht. Sagen Sie mir 4 Ziffer zusammen, 4100, dann kommt was. Wo haben Sie denn jetzt 4100 her? Bitte langsam und eindeutig diktieren, Herr Seitenschneider. Nochmal. Ja. 5. Ja? 1. 5, 1, dann? 0. Ja? Nochmal 0. Ja, weiter? Nochmal 0. Ja? 9. Ja? 3. Ja? 3.
Okay, weiter. 7. Ja. 6. Ja. 2. Ja. 2. Weiß. Ja, was finden Sie denn daran jetzt lustig? Ja, ich weiß nicht, sprechen Sie ja langsamer jetzt. Ja, anders also, begreifen Sie es ja nicht. Natürlich, ich begreife Sie, ich spreche einfach manchmal viel zu schnell. Nö. Also ich fange von vorne an. 5100-0933-7652 und dann, was kommt? Ja, Sie reden auf jeden Fall mindestens doppelt so schnell wie ich. Ja, weil, das glaube ich nicht. Aha. Sie sind eine deutsche Mann, ich bin Ausländerin und deswegen, Sie sollen eigentlich schon langsamer mit mir sprechen. Ja. Von wo aus rufen Sie denn auch an? Wo sitzen Sie denn? Ich rufe Sie von London, aber wir haben viele Fernsehabteilungen. Jetzt sagen Sie mir letzte vier Ziffer, bitte. Ja, und wo genau in London? Wie ist denn die Straße? Moment, bitte. Hier Seitenstein da. Also sagen Sie mir, haben Sie auf diese Karte internationalen Standard freigeschaltet? Ja, wie auf allen anderen Karten auch, ja. Aber ja, Sie haben meine Frage jetzt nicht beantwortet. Sie haben jetzt auf Pause gedrückt und dann mit einer anderen Frage weitergemacht. Meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Also ich habe Ihnen gesagt, unsere Hauptsitz ist in London, ja, aber wir haben viele Fernsehabteilungen. Ja, aber ich habe gefragt, wo Sie sitzen. Sie können unsere Plattform anschauen, ja. Ich habe Ihnen gesagt, unsere Firma heißt capitalindexfund.com. Wenn Sie so neugierig sind, Sie sollen unsere Plattform anschauen. Sie interessieren nicht, wo wir weisen, gell? Also ich gucke mal, wie heißt die Seite? Capitalindexfund.com. Index. Ist das richtig? Index? Index, Kapital, Index, dann kommt Fund. Fund.com. Kapitalindex5.com. Ja, richtig. Okay. Nicht com, sondern com. Ohne M. Ach so, also CO. Ja, gibt's können nicht. Sie, so gibt's Sie die können ein, habe ich nicht gefunden. Sie können ein Programm AnyDesk auf Ihren Computer installieren. Was soll ich jetzt mit dem Programm? Das Programm hat doch jetzt damit nichts zu tun, oder? Wie heißt denn jetzt die Website? Ich habe die nicht gefunden. Dieses Programm heißt AnyDesk. Ja, davon rede ich aber nicht. Ich rede von der Domain. Wie heißt denn die Webseite? Also Capital, wenn Sie AnyDesk installieren können, ich werde Sie unsere Firma anschauen. Ja, Sie wollen mir ja nur buchstabieren, dann finde ich es auch ohne AnyDesk. Capitalindex.com. Also, Transaktion ist fehlgeschlagen, ja? Sie brauchen auf jeden Fall... Ja, habe also ich doch gesagt, dass die Transaktion fehlschlägt. Wir waren ja auch noch nicht fertig mit der richtigen Nummer. Aber jetzt sagen Sie mal die Webseite richtig, weil ich habe die Webseite immer noch nicht verstanden. Ich sage Ihnen schon 10 Mal. Ja, aber Sie müssen die auch mal buchstabieren, weil in Ihrer Sprache verstehe ich das nicht. Also Kapital. Ja, Kapital habe ich geschrieben. Dann Kapital, Index.com. Index und dann verstehe ich das nicht. Was soll das heißen nach Index? Nach dem Index, ich buchstabiere, F wie Friedrich. Ja. U wie Udo. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Capitalindexfund.com. Ach so, ja. Dann ja. Gucke ich da nochmal. Ja, die Seite gibt's, ja. Haben Sie es geschafft? Ja, jetzt bin ich drauf auf der Seite. So, und wo finde ich jetzt die Angaben zu der Frage? Also ich habe Ihnen gesagt, Transaktion ist fehlgeschlagen und Sie brauchen andere Kreditkarte zu diktieren, weil also mit dieser Karte können wir keine Transaktion machen. Können Sie mir bitte andere Kartennummer diktieren? Ja, da waren wir ja schon dabei, aber Sie haben ja meine Frage nicht beantwortet. Was für eine Frage? Ja, wo Sie sitzen. Ich habe Ihnen unsere Plattform angeschaut, Herr Seitenschneider. Ja, aber das beantwortet ja nicht meine Frage, wo Sie sitzen. Ich habe Ihnen gesagt, ich rufe Sie von London. Aber unsere Hauptzentrale, unsere Firma liegt in United Kingdom. Ja, und meine Frage war, wo sitzen Sie genau in London? Straßenname. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Ja, weil wegen Datenschutzlos. Das heißt, ich soll jetzt Geld in eine Firma investieren, die mir ihren Sitz nicht sagt, wo Sie sitzen. Ich habe
Ihnen Plattformen gezeigt, hier Seitensteiger. Das spielt ja keine Rolle. Sowas ist nur virtuell. Das kann ja jeder machen. Das kriege ich ja selber hin, so eine Seite. Ja, dann... Wenn Sie wissen schon Bescheid, ja? Ja, ich weiß ganz also, genau, dass Sie Betrüger und Abzocker sind. Sie sind Kriminelle. Strafbar ist das, was ihr hier tut. Ihr ruft mich mit einer gespufften Rufnummer an, man kann euch nicht zurückrufen und ihr seid einfach nichts anderes als Kriminelle und Abzocker. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt definitiv. Such dir mal ganz schnell einen anständigen Job, dass du legal dein Geld verdienen kannst. Moment, Herr Seitensteiger, Sie sprechen ein bisschen Englisch? Nee, das ist hier ein deutscher Kanal, wir sprechen hier Deutsch. Ja, aber Sie sprechen ein bisschen Englisch oder nur Deutsch? Hier sprechen wir nur Deutsch, ja. Okay, weil, wissen Sie warum? Ich kann Sie VIP-Abteilung verbinden, aber Sie sprechen nur Englisch. Finanzabteilung ist an Sie verbunden. Ist das denn die VIP-Betrugsabteilung oder was, wo die Leute richtig beschissen werden? Das ist keine Betrugsabteilung. Natürlich ist das bei euch alles Betrug. Das ist alles keine VIP-Abteilung. Weißt du, dass du dich damit selbst strafbar machst mit diesem Anruf hier? Das ist kriminell. Das ist keine kriminelle. Doch, das ist kriminell. Das ist Finanzbetrug, was ihr hier macht. Das ist höchst strafbar. Wer hat das Ihnen gesagt? Ja, Sie. Ich habe das nicht gesagt. Doch, mit dem Verhalten definitiv. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ihr nehmt die Leute aus, ihr bestehlt die Leute und dann redet ihr noch von Weihnachten? Sag mal, schämt ihr euch dafür nicht? Dafür müsstet ihr euch wirklich schämen, mit Grund und Boden, die Leute noch vor Weihnachten abzuzocken. Ihr erzählt hier was von Weihnachtsgeschenke und die Leute, was letztendlich was sie haben, ist nichts unterm Weihnachtsbaum, weil das Geld bei euch steckt. Schon mal darüber nachgedacht, wie es diesen Familien geht, die ihr betrügt? Also ich möchte nicht darüber diskutieren. Ja, aber ich möchte gerne damit diskutieren. Ich möchte das nicht. Ja, und warum nicht? Ist dir das zu hoch oder was? Also wir haben keine Vertrauen an unsere Firma und ich kann auch gar nichts machen. Ja, wünsche ich Ihnen trotzdem alles Gute. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du dir einen vernünftigen Job suchst. Weil das, was du da machst, das geht überhaupt nicht. Das ist kriminell und ekelhaft. Ja. Ja, nicht ja.